So, genau. Also jetzt in der Aufnahme heute, da geht es dann um Datenstrukturen und um Datenformate. Also was wir ja bisher kennengelernt haben für die ganze Datenanalyse mit Python, das sind ja im Prinzip diese CSV-Dateien. Das sind also nichts anderes wie so Komma-separierte Daten eben, ne? Komma-separated Values, wie es so schön heißt. Diese anderen Datenstrukturen, die werde ich eben jetzt mal kurz erklären oder überhaupt, was alles Datenstrukturen sind. Genau, also das heißt, wenn wir jetzt einfach mal so diese nochmal zur Wiederholung, CSV-Dateien, das wären im Prinzip diese ganz einfachen Formate, die sehen eben aus wie Excel-Tabellen. Da habe ich im Prinzip einfach mal im einfachsten Fall Komma-separierte Daten, so wie 1, was weiß ich, dann vielleicht der Name, dann irgendwie vielleicht irgendein Alter, ich mache jetzt mal Fantasiealter und was weiß ich, eine Matrikelnummer oder sowas. Genau, und vielleicht männlich-weiblich oder so. Ne? Das wäre jetzt so ein Komma-separierter Datensatz, also eine Person quasi. Das erste wäre die ID und dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie der Name. So, ne? Das wäre im Prinzip komma-separierte Daten, wie man sieht. Also ist ja kein Hexenwerk jetzt. Das Komma trennt einfach die einzelnen Daten voneinander. Und ein Datensatz wird abgeschlossen mit einem Zeilenumbruch. Kann man sagen. Ja. Das heißt, jeder Datensatz ist eine Zeile und das Ganze ist eben relativ simpel. Da gibt es dann oft noch so einen Header, also das heißt einen Header, der erklärt, was die Daten eigentlich sind, ja, was die ausmachen. Also das heißt, da könnte ich jetzt sowas machen wie ID, Name, Alter, Komma, Matr, Komma, so. Ja. Genau. Also das heißt, der Header wird erklären, was das für eine Daten, was die Daten eben für eine Bedeutung haben im Prinzip. Und dann gibt es eben Spalten, die jeweils, also die erste Spalte ist eben die ID, die zweite ist der Name, die dritte ist das Alter. Und das bezieht sich dann immer auf die Position an der jeweiligen Stelle. Was kann man da noch dazu sagen? Es gibt manchmal CSV-Dateien ohne Header, also das heißt, die haben manchmal, der ist eben optional, also der muss nicht unbedingt da sein. Dann gibt es vielleicht auch noch fehlende Daten, also das kann auch sein, dass das so aussieht, dass dann einfach leere Bereiche einfach mit nicht da sind und dann zwei Kommas aufeinander folgen. Es kann auch sein, dass sowas wie not a number drin steht oder so. Das bedeutet dann irgendwie, dass da irgendwas falsch gegangen ist mit der Konversion. Also das ist dann irgendwie schon mal umkonvertiert worden und ist dann nicht als Number eben erkannt worden oder steht. Ja? Ach, Entschuldigung, ja, genau. Ich habe nämlich jetzt bei der. Ja, sehr gut, ja. Ich habe nämlich jetzt bei der Aufnahme sieht man es schon, aber hier sieht man es nicht. Okay, alles klar. Dann haben wir das jetzt auch gleich. So, jetzt hat genau. Moment. Jetzt so. Okay, jetzt haben wir es, ne? Gut. Jetzt sehen Sie es, ne? Also, ich habe hier zum Beispiel das, was ich gerade erklärt habe. Ich habe hier im Prinzip einmal den Header und ich habe dann hier die einzelnen Zeilen. Und die einzelnen Einträge können eben dann, was weiß ich, da kann was fehlen, dann sind es zwei Kommas hintereinander oder eben not a number oder sowas. Ja. Das ist nämlich auch so, manchmal werden die Daten irgendwie zusammenkopiert, irgendwie vorverarbeitet oder auch manuell gepflegt. Ne. Da kann es dann sein, dass dann irgendwie einer reinschreibt, unbekannt oder so. Das heißt, so Datensätze, die sind oft auch gar nicht irgendwie immer absolut konsistent oder irgendwie korrekt. Es kann auch sein, dass vielleicht einmal ein Komma zu viel drin ist oder so. Also das heißt, wenn es jemand manuell macht, dann kann es natürlich schwierig sein, das Ganze zu verarbeiten,
quasi mit einem Programm, wenn dann irgendwie was zu viel oder zu wenig ist. Ne? Das könnte ja sein, dass die, hier habe ich ja im Prinzip fünf Spalten, 1, 2, 3, 4, 5. Und es könnte auch sein, dass dann irgendwie aus Versehen da irgendwie noch da was dazu hängt oder so. Ne? Und oder dass da noch ein hinteres Komma ist und so. Da gibt es immer ein paar Probleme vielleicht mit solchen Datensätzen. Was ich auch schon erklärt habe, ist ein Problem vielleicht, wenn man mit Excel arbeitet, dass ja, wenn das deutsche Excel eben verwendet wird, dass dann da statt Kommas Strichpunkte als Trenner verwendet werden. Ja. Und dass zum Beispiel Kommazahlen im Deutschen ja mit einem, wenn man es mit Excel abspeichert, wenn man jetzt da 33,5 Jahre, 33,5, wird es so ausschauen, weil der eben das Komma als Dezimalkomma nimmt und nicht wie im Englischen als Dezimalpunkt. Also im englischen Format würde das so ausschauen. Genau. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Ne? Also das wäre jetzt einfach mal diese klassischen CSV-Dateien. Was es natürlich noch gibt, sind andere Formate und andere Arten, Daten zu speichern. Weil hier ist es ja im Prinzip so, dass diese Daten, Sätze natürlich irgendwie zusammengehören, immer die Zeilen, aber eine tiefergehende Struktur ist da oft nicht drin. Also außer ich mache das wie mit Datenbanken, dass ich da irgendwelche Fremdschlüssel vergebe und mehrere CSV-Dateien habe oder so. Das kann ich natürlich auch machen. Also das werden Sie sicherlich auch später nochmal kennenlernen, wenn Sie Richtung Datenbanken sich irgendwo beschäftigen. Also das ist dann natürlich auch eine wichtige Sache, auch bei der Datenanalyse und Daten Data Science, dass man sich mal so eben irgendwelche relationalen Datenbanken anschaut. Und das Ganze kann man natürlich auch mit irgendwelchen Tabellen abbilden. Wenn man verschiedene CSV-Dateien hat, die miteinander irgendwo in Beziehung sind, weil es da Fremdschlüssel gibt, dann ist das auch relational. Also das muss nicht unbedingt eine Datenbank sein. Okay, was gibt es denn jetzt überhaupt alles für verschiedene Datenformate. Ich habe das jetzt hier einfach mal versucht, da mal in der Präsentation zu gießen. Ja. Okay, es gibt das erste, was man vielleicht noch auch nicht kennt, weiß ich nicht. Ne? Das sind einfach der Unterschied, das möchte ich auch nochmal erklären, zwischen Textdatei und Nicht-Textdatei. Ja, das heißt, im Endeffekt werden ja alle Dateien gespeichert auf der Festplatte oder auf dem, auch im RAM als Bytes. Ja, das sind halt immer irgendwelche Bytes und die liegen jetzt nicht als Text vor. Also das ist nicht so, wenn ich jetzt hier in der Datei irgendwie ein Byte habe. Zum Beispiel mit 8 Bit, also das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt 1, 2, 3, 4. So, das wäre jetzt quasi ein Byte als Text. Ne? Da ist es ja auch so, dass die einzelnen Zeichen jetzt nicht als Bit 0 oder 1 abgespeichert werden, sondern das ist ja ein Zeichen, ist ja im Prinzip ein kodiert eben als Zeichensatznummer. Das erzähle ich jetzt gleich mal. Wenn man allerdings jetzt eine PDF-Datei zum Beispiel einfach in einem Texteditor aufmacht, dann sieht es so aus. Und das liegt daran, da liegt eben die Information nicht als leserliche Textdatei vor, sondern da wird eben versucht, da versucht der Editor einfach die Bits und die Bytes, die da vorkommen, eben zu interpretieren als Zeichen. Und das Resultat ist eben, dass man erstmal gar nichts lesen kann und man braucht dazu, wie man es eben hier eh, wie ich es jetzt gerade in der Präsentation auch habe, so einen PDF-Reader, um überhaupt die Datei leserlich zu machen. Ja. Und das liegt daran, weil es eben, das ist ein spezielles Binärformat, ein proprietäres Format von Adobe PDF eben. Und der Texteditor, der kann das eben nicht interpretieren im ersten Moment. Ja. Also sieht dann so aus.
Und woran es liegt, ich hoffe, das haben Sie auch schon anderweitig mitbekommen. Das sind natürlich jetzt absolut die Basics, aber das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, weil das eben gerade wichtig ist für Daten, wie die eben vorliegen. Wenn man jetzt eine normale Textdatei hat, dann liegt die eben grundsätzlich in einem Zeichensatz in einer bestimmten Form vor. Ja, das heißt zum Beispiel ein Zeichensatz, der ordnet im Prinzip einer Zahl, also einer Zahl, die eben binär vorliegt, einem Zeichen zu. Ja, das sieht man hier oben in der ersten Zeile hier zum Beispiel. Da, wenn man ein Bit hat, das eben 1 0 0 0 0 0 0 1 heißt, das sind quasi das siebte Bit ist 1 und das erste ist auch 1, dann ist das quasi ein A, ein großes. Ja. Das ist dann dezimal, wäre das die Nummer 65. Ja. Das heißt, 64 plus 1 ist 65. Das ist ja immer 2 hoch n. Ja. Und das siebte Bit ist eben dann, hat den Wert 64. Und plus 1 ist 65. Ja, und das heißt, das Schriftzeichen A wäre dann eben, würde dann als Dezimalzahl 65 kodiert. Ja, also das heißt, der Computer, eben der Texteditor meinetwegen, der interpretiert jetzt dieses Byte als Zeichen. Ja. Und es ist halt einfach so, jedes Zeichen hat eine Nummer, ja, und B wäre dann 66 und so weiter. Da sieht man auch die Tabelle, also das ist hier hexadezimal wäre das eben 41 und dann kann ich hier dann schauen, zum Beispiel C wäre dann eben 43 hexadezimal hier und so weiter. Ja. Die kleinen Buchstaben fangen dann eben mit hexadezimal 61 an, nicht mit 41. Und die Zahlen selber, also die Zeichen für die Zahlen sozusagen, 31 wäre die 1 und 32 wäre die 2. Ja, also so läuft das Ganze. Es gibt auch noch irgendwelche, ja, was gibt es noch? Es gibt eben hier nochmal Sonderzeichen, die eben sich auch auf der Tastatur befinden, wie Ausrufezeichen, eben Satzzeichen, Dollar, Prozent und Klammern. Es gibt auch das Leerzeichen, das ist hier 20 oder 32 eben als Dualzahl, als Dezimalzahl. Und es gibt Whitespace, also anderen Whitespace, wie zum Beispiel Delete, also das heißt, das ist eben Löschen. Und es gibt eben auch noch verschiedene andere Sachen wie Linefeed und CR, das ist Carriage Return, ich habe das auch schon erwähnt, also das CR, das ist im Prinzip dieses, was auch oft als, wenn man sagt, man maskiert das, dann ist das oben dieses Backslash N, das ist eben dieses Carriage Return. Und genau, Linefeed ist im Prinzip dann einmal hochschieben und CR und LF zusammen gibt dann zum Beispiel in einem Windows-System den Zeilenumbruch und bei Unix und Mac ist es nur das CR. Also das ist ein bisschen verwirrend auch. Deswegen, ich erwähne das auch deswegen so ausführlich, weil es oft Probleme gibt, wenn man sagt, man liest jetzt irgendwelche Dateien ein auf einem anderen Rechner oder so. Ne? Das ist oft so, dass die Zeilenumbrüche entweder verschwinden, weil eben die anders kodiert sind auf anderen Systemen. Und wie man sieht, hat man noch weitere Probleme. Also erstens mal gibt es hier noch nicht sichtbare Zeichen, also die eben keine Schriftzeichen sind, die zum Teil auch historisch sind. Also zum Beispiel hier dieses Ack und Syn zum Beispiel, das sind solche Steuerzeichen, kann man sagen, die sind dazu verwendet worden, früher, um jetzt mit einem Terminal überhaupt Daten zu kommunizieren. Und dann waren das im Prinzip
Die haben die Kommunikation überhaupt gesteuert. Ja. Das heißt, das ACK war dann einfach mal die Bestätigung, dass überhaupt was angekommen ist. Da ist das ACK diese Zahl eben Nummer 6 ist dann weggeschickt worden und dann hat man gewusst, okay, die Daten sind angekommen oder so. Ne. Oder Escape war auch dann einfach dazu da, das gibt es ja auch, dass man sagt, man bricht einfach überhaupt die ganze Kommunikation ab. Ja, das hier. Ne. Die sind ja im Prinzip, gibt es da keine Schriftzeichen dafür. Das heißt, die Zeichen tauchen im Texteditor dann gar nicht auf. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt auch Nummern, die gar nicht vergeben sind. Also das heißt zum Beispiel, das geht ja eh bloß bis 7-Bit hier. Ne. Wenn ich dann weitergehe, dann sehe ich die Zeichen vielleicht auch gar nicht. Oder es gibt irgendwie überhaupt Auslassungen. Und das heißt, es gibt nicht für jedes Byte, kann man sagen, ein Zeichen automatisch. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Dual-Binärformat im Texteditor aufmache, könnte es sein, dass ich manche Bytes gar nicht sehen kann, weil es da kein Zeichen dafür gibt. Genau. Das nächste ist, was hier noch auffällt, dass da natürlich jetzt auch keine Umlaute dabei sind. Also das sind ja nur, das ist ja dieses ASCII-Format, American Standard Code for Information Interchange. Und das bedeutet, dass da eben, dass das das amerikanische Zeichensatzsystem hier ist und die Amerikaner haben jetzt keine anderen Zeichen, als die da hier vorkommen, benötigen sie nicht. Ne? Sie benötigen zum Beispiel keine deutschen Umlaute oder auch andere europäische Schriftzeichen, die es gibt. Also kein Ä, Ü, kein Enje, kein Akzent und so weiter. Das ist da alles nicht vorgesehen. Und um solche Zeichen abzudecken, sind natürlich verschiedene andere Zeichensätze entwickelt worden. Also dann die auf das ASCII aufbauen. Also das heißt, das ASCII-Zeichen sind eben quasi, da kann ich 127 Zeichen darstellen. Wenn ich hier überall eins drin habe, dann habe ich quasi maximal 127 Möglichkeiten. Und wenn ich aber mehr Zeichen brauche, da gab es dann Erweiterungen, zum Beispiel das ANSI, da hat man dann schon Umlaute. Und dann gibt es jetzt mittlerweile eben das Standardformat, das man eigentlich immer nehmen sollte, ist eben UTF-8 hier. Und das ist so, das arbeitet mit variabler Wortlänge, je nachdem, was ich eben für Zeichen benötige. Na, wenn ich jetzt nur quasi im ASCII-Rahmen Zeichen brauche, dann reicht mir ein Byte. Wenn ich aber mehr brauche, dann nimmt er vielleicht 2, 3 oder 4 Byte pro Zeichen, weil ich quasi als UTF-8 alles Mögliche kodieren kann. Also zum Beispiel gibt es da auch also alle möglichen Schriftzeichen aus dem asiatischen Raum, also das heißt Chinesisch, Japanisch, irgendwelche tibetanischen Schriftzeichen. Das kann man auch mal einfach, wenn man im Web nachschaut, da gibt es natürlich irgendwie UTF-8 Table, gibt es ja da auch eben verschiedene Webseiten, wo man das anschauen kann. Kann man mal gucken, da gibt es ja sehr schöne auch. Ne, das ist jetzt die weniger schöne. Mal schauen. Ja, man kann auch Unicode eingeben, das geht auch. Das ist im Prinzip ein Unicode-Format. Ich hatte da mal so eine schöne Seite. Ja, die war es, ne? Genau. Und da sieht man schon auch, das ist im Prinzip auch die Durchnummerierung. Und da geht es eben auch los. Die ersten Zeichen, die sind eben diese klassischen ASCII-Zeichen auch. Ne? Hier. Dann geht es aber weiter. Na, dann sehe ich schon, dann habe ich hier spezielle Zeichen, die hier noch vorkommen mit irgendwelchen Tilden obendrauf und so und Akzent und so weiter. Und es geht eben immer weiter. Da werden die Zeichen schon irgendwie exotischer. Man sieht auch dann hier auf der Landkarte, welche Länder das dann quasi sind. Jetzt hier Russisch, Ukrainisch, Bulgarisch. Das heißt, die ganzen osteuropäischen Schriftzeichen kommen dann. Hier irgendwelche indischen, afrikanischen und so weiter. Und
Das heißt, man kann beliebig viele Zeichen kodieren, man kann auch neue Zeichen hinzufügen. Ja, also das ist vielleicht auch noch so, dass da irgendwie Leute gibt, die das quasi als Open Source Projekt machen. Da gibt es ja auch dann exotische Sprachen wie irgendwelche indianischen Dialekte oder so aus Südamerika oder auch Fantasiesprachen wie Elbisch oder Klingonisch und so, da gibt es natürlich auch Zeichen. Und so gibt es quasi für alles irgendwelche Zeichen, Schrift, Codes. Ja. Was da ja nicht dabei ist, ist ja auch das Aussehen. Also das heißt, der Font ist, den muss man jetzt auch mal trennen. Also hier sieht man jetzt dezimal, ist das hier das Zeichen 77, 57, das ist hier dieses hier. Und das Aussehen hier, das ist oft einmal vielleicht dann gar nicht sichtbar, wenn ich das irgendwie mir anschaue, so einen Text, weil ich eben den entsprechenden Font gar nicht habe. Wenn ich jetzt einen normalen Font installiere, dann muss der ja quasi ein Bild liefern für das Zeichen. Das ist oft auch mal gar nicht der Fall. Also das ist dann nochmal ein extra Problem, das es gibt. Ja. An sich sind es halt diese ganzen Zeichen. Gut, ich will das jetzt auch nicht zu weit ausdehnen, aber im Prinzip ist das, wovon jetzt wir ausgehen, auch bei unserer Informationsvisualisierung, ist, dass wir jetzt Daten schon mal als Textfiles vorliegen haben und so, dass man es irgendwo in einem Texteditor lesen kann. Das heißt, das sind menschenlesbare Daten. Im Gegensatz zu Binärformat, das eben nicht menschenlesbar ist, sondern eben maschinenlesbar lediglich. Ja. Also das heißt, in der Regel arbeitet man eigentlich heutzutage auch meistens mit irgendwelchen menschenlesbaren Textformaten, die dann eben wieder dazu da sind, um jetzt irgendwelche Informationen vorzuhalten. Ich kann die quasi immer in einem Texteditor öffnen und reinschauen. Das ist schon mal das Gute dran. Ja. Das Dumme ist nur, dass die vielleicht in einem falschen Format sind. Es gibt ja auch verschiedene Datenformate, die irgendwie jetzt nicht kompatibel sind. Also das sieht man vielleicht hier beim nächsten. Wenn ich jetzt sage, diese ASCII-Zeichen, die gehen eben, sind eben bis 127, dann hat man nach den ASCII-Zeichen haben die verschiedenen Hersteller von Betriebssystemen haben dann auch ihre eigenen Zeichensätze kreiert, um jetzt auch quasi andere Zeichen abzudecken. Zum Beispiel auf den Macintosh-Systemen, da gibt es dann das Mac Roman. Und da ist die 167, also Dezimal 167, ist eben ein ß. Und ebenso bei Unicode. Dann gibt es Mac Roman 159, ist zum Beispiel ein Ü. Und bei Unicode ist es allerdings dann so ein Y mit zwei Punkten. Ja. Genau, bei Unicode ist es eben kein ß, also das 167, sondern eben so ein Paragraph. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Mac-Editor SSHS über dem Herd tippt und das abspeichert als Mac Roman und dann macht es einer auf dem PC mit seinem Texteditor, der eben standardmäßig die Zeichen als Unicode interpretiert, dann kommt eben das raus. Das haben Sie sicherlich auch schon mal gesehen, wenn Sie irgendwelche Mails bekommen von Leuten, die einen anderen Computer haben oder eben ein anderes Betriebssystem. Oder auch auf Webseiten sieht man das ab und an, wenn dann irgendein Designer eben mit einem Mac arbeitet und dann irgendwie das rauskopiert und dann ins Web stellt und dann einfach die falsche Zeichenkodierung verwendet, dann kann das auch mal vorkommen. Das heißt, das sind auch nochmal typische Fehlerquellen. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal so genau erwähnt. Und überhaupt einmal, um den Unterschied zu machen zwischen menschenlesbar und eben maschinenlesbar. Genau, also das nochmal zur Wiederholung. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Okay, also das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt eben Textformat. Und jetzt, das ist das eine, wie die Daten vorliegen. Und das andere ist jetzt einfach mal auch die Struktur, wie sind Daten überhaupt einmal, wie kann man die organisieren. Bei den
CSV-Dateien, da haben wir ja schon gesagt, das sind eben die Datensätze, sind eben, die gehören dann, die einzelnen Einträge in den Spalten pro Zeile gehören schon zusammen, aber es ist eigentlich relativ, ja, eben tabellenartig strukturiert und vielleicht jetzt nicht so, wie man es noch mehr vernetzen wollen würde. Und dazu gibt es nämlich jetzt vielleicht, mache ich hier mal einen Ausflug in diese Graphenwelt. Was überhaupt Graphen sind, das heißt, wenn ich jetzt Sachen überhaupt vernetzen will, dann habe ich im Prinzip das Konzept eines Graphen, was bedeutet, ich habe im Prinzip Knoten, wie man hier sieht, und Kanten, das heißt hier Kanten. Und was man hier sieht, diese Bilder, das ist ja eigentlich so, ein Graph kann man zeichnen, aber die Zeichnung eines Graphen ist jetzt nicht das Konzept. Also das heißt, ich kann immer, wenn ich irgendwie graphartig strukturierte Daten habe, kann ich die zwar zeichnen, aber die Zeichnung ist jetzt einfach mal nur eine Verdeutlichung von dem Ganzen. Also was ich im Wesentlichen habe, sind jetzt mal in dem Fall, ich fange jetzt mal an, das ganz von vorne zu erklären. Ich habe eben Dinge und Beziehungen zwischen Dingen. Das ist es eigentlich. Die Kante drückt aus, ich habe eine Beziehung zwischen zwei Dingen und einzelne Dinge. Das kann ja sonst was sein. Ich könnte jetzt mal vielleicht mal überlegen. Ich habe jetzt hier auch zwei Personen, das heißt die Person 1, eben haben wir schon gesagt, Meiler, und 2, Müller. Also. Und dann habe ich im Prinzip, könnte ich sagen, eine Beziehung zwischen den beiden. Und dann habe ich vielleicht noch eine Person. Das ist jetzt vielleicht die Person, ich nenne jetzt einfach mal Vornamen vielleicht, dann geht es leichter. Also hier machen wir mal Dieter. So, ne? Okay, jetzt habe ich vier Personen. Und da gibt es jetzt vielleicht irgendwelche Beziehungen, vielleicht wirkliche, was weiß ich, Freundschaften oder so. Ne? Das heißt, da könnte ich jetzt sagen, okay, Dieter und Magdalena, die haben eine Beziehung, genauso gut hat der Hans eine Beziehung mit der Sophie sozusagen. Ja? Und das könnten ja sonst irgendwelche Beziehungen sein. Das ist ja hier nicht gesagt, dass die jetzt verheiratet sein müssen. Es könnte auch sein, dass sich die einfach nur kennen. Und dann könnte es ja auch sein, dass die Magdalena wieder eben vielleicht den Hans kennt oder so. Ne? Das heißt, das wären jetzt die Dinge, ne? Und die Beziehungen zwischen den Dingen, das sind im Prinzip die Kanten. Die kann ich eben in verschiedener Art eben repräsentieren. Jetzt hier einfach mal als Text. Ich kann sie auch als Zeichnung repräsentieren. Aber was ich im Prinzip habe, ist, ich habe zwei Mengen. Das heißt, ein Graph an sich, das ist eben die Struktur, die Datenstruktur, ist im Prinzip eine Menge an Knoten, also das heißt Vertices ist V jetzt, und eine Menge an Kanten, Edges. Und das macht den Graph aus. Wenn ich nur die Dinge habe, dann habe ich im Prinzip eine einfache Menge an nicht zusammenhängenden Sachen. Wenn ich aber die Beziehung dazu habe, dann habe ich im Prinzip eine Struktur. Okay, soweit. Denke ich klar. Das heißt, die Kanten, das sind immer im Prinzip Paare von zwei Knoten. Ja? Und
Es gibt da natürlich Einschränkungen. Es gibt verschiedene Arten von Graphen. Es gibt hier zum Beispiel, was wir hier nehmen, und das ist eigentlich auch, ich gehe jetzt immer von dem allgemeinen Fall aus, den wir eigentlich immer, das ist quasi in der Informatik, das, was ganz oft vorkommt, ist eben ein ungerichteter, einfacher Graph. Weil ungerichtet und einfach heißt eben, dass ich, ich könnte auch sowas haben wie mehrere Kanten. Also ich sage, ich habe hier eine Kante, ich habe aber vielleicht noch eine zweite oder so. Ne? Das habe ich ja vielleicht auch. Aber ich habe jetzt immer nur eine Kante. Ne? Das könnte ja auch sein, dass es verschiedene Beziehungen gibt zwischen den Dingen. Ne? Das heißt, einmal vielleicht sind sie verheiratet, einmal kennen sie sich nur oder was weiß ich, schulden einander Geld. Ne? Das wären ja quasi andere Beziehungen. Ungerichtet heißt eben, es gibt eine Beziehung, die ist jetzt nicht, im Prinzip, da gibt es keinen Pfeil. Also das heißt, es geht nicht in eine Richtung, sondern es geht in die eine sowie in die andere Richtung. Es könnte auch einen gerichteten Graph geben, dass man sagt, es gibt dann eben eine Beziehung, die nur in eine Richtung geht. Ja. Zum Beispiel ganz einfach, wenn man sagt, eine Route zwischen zwei Städten über verschiedene andere Zwischenstationen. Das wäre gerichtet, weil man fährt quasi in eine Richtung. Ne? Man fährt eben hin. Man kann ja nicht wieder zurückfahren, das ist dann quasi in eine andere Richtung. Das heißt, man sieht schon, man kann auch ganz viele verschiedene Dinge als Graph ausdrücken. Eigentlich alles. Ne? Und das ist eigentlich das Interessante für jetzt Informatiker eh, dass eigentlich der Graph eigentlich die allgemeine Struktur ist, mit der man alles abbilden kann. Also das ist eigentlich die wichtigste Datenstruktur an sich. Man kann natürlich auch Tabellen und alles Mögliche als Graph abbilden. Das heißt, das ist so allgemein, dass man damit alles machen kann. Aber deswegen ist es auch wichtig, finde ich. Und deswegen erwähne ich es jetzt auch nochmal richtig hier. Also will aber jetzt auch nicht zu tief drauf einsteigen, weil ich denke, da werden Sie vielleicht auch noch mehr Theorie drüber haben. Aber im Prinzip ist das schon mal eine wichtige Sache. Es gibt eben Dinge und Beziehungen. Und wenn jetzt zwei Knoten, V1 und V2, eine Beziehung haben, dann gibt es eben, dann werden die adjazent genannt. Also das heißt, das bedeutet, dass die eben überhaupt eine Beziehung haben. Das heißt, wenn eben eine Kante, das ist immer so ein Tupel von zwei Knoten, wenn die eben Element der Kanten aus dem Graph sind. Genau. Das sind einfach mal so Fachbegriffe. Also adjazent bedeutet, dass die eben, wie gesagt, miteinander eine Beziehung haben sozusagen. Eine Kante E ist inzident zu einem Knoten, wenn die eben mit demselben verbunden ist. Das ist auch kein Problem. Der Grad eines Knoten ist einfach die Anzahl der mit ihm inzidenten Kanten, das heißt, wie viele Kanten von dem weggehen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen habe, dann ist da eben der Grad 3, weil da drei Kanten eben münden oder weggehen, je nachdem, wie man es eben sieht. Es gibt da noch verschiedene spezielle Graphen, zum Beispiel Bäume. Und der Baum ist eben eine hierarchische Beziehung. Ja. Wenn es gerichtet ist, muss man auch sagen. Also es gibt im Prinzip kann ich ja sagen, okay, ich habe Moment mal hier, wenn ich sage, muss man da irgendwie versuchen auch was zu zeichnen. Das geht hier immer nicht so günstig. Aber das egal, zeige ich gleich noch ein paar Beispiele. Also ein Baum ist im Prinzip folgendes, wenn es hier keine Schleifen gibt. Ne? Also das ist eigentlich das, was eigentlich die Definition ist von einem Baum, dass ich sage, ich habe hier keine zirkulären Beziehungen, überhaupt nicht in dem Graph sozusagen, dann ist es immer ein Baum. Ja? Also, und Baum ist auch vielleicht eine interessante Definition ist, wenn ich eine Kante in einem Baum durchschneide sozusagen, dann zerfällt der Graph in zwei Teilgraphen. Und das ist eigentlich die beste Definition von einem Baum sozusagen. Ja. Wenn die hierarchisch
eben sind die Daten, dann ist es eben ein Wurzelbaum sozusagen. Ne? Dann hat der quasi auch eine Wurzel oder so. Ne? Wenn es quasi einen Root gibt und Kinder und so weiter und Eltern. Genau, was gibt es noch für Graphen? Es gibt einen vollständigen Graph, das ist auch ganz interessant. Da sind eben alle Knoten komplett mit allen anderen Knoten verbunden. Ja. Und eine interessante, jetzt auch für die Visualisierung, Sache sind planare Graphen. Das heißt, die kann ich ohne Kantenkreuzungen zeichnen. Zum Beispiel hier dieses Haus des Nikolaus kann ich tatsächlich auch ohne Kantenkreuzungen zeichnen, indem ich in diese Kante hier einfach außenrum zeichne. Also ich sage, die hier, die oder die hier meinetwegen, die kann ich quasi, das kann ich jetzt wieder nicht machen hier, dass ich die hier außenrum zeichne. Ne? So, ne? Dann könnte ich quasi diese Kante nach außen legen und außenrum zeichnen und dann hätte ich quasi auch einen planaren Graphen. Das ist aber allerdings so, dass ich nicht alle Graphen planar zeichnen kann. Also das geht einfach nicht. Und deswegen gibt es eben spezielle Graphen, die ich eben in einer Ebene zeichnen kann. Das sind eben planare Graphen. Aber die Zeichnung hat jetzt an sich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, nichts mit der Struktur, die eben auch Graph heißt, zu tun. Das ist eben die Struktur, die eben sich bildet, wenn man eben Daten miteinander oder Dinge miteinander in Beziehung setzt, sozusagen. Ja, genau. Okay, wie kann ich die jetzt in einem Computer repräsentieren, die Sachen? Vielleicht mal, man sieht hier verschiedene Möglichkeiten, eben das zu machen. Ich habe hier dieses Haus des Nikolaus. Ich habe jetzt die Knoten jetzt mal mit Labels versehen, A, B, C, D und E. Und ich könnte zum Beispiel, das ist eine gängige Art und Weise, dass man jetzt einfach eine Tabelle macht. Ne? Das heißt, ich habe hier im Prinzip A, B, C, D, E, A, B, C, D, E und immer wenn es eine Kante gibt, setze ich da eine 1 rein. Ne? Das heißt, da gibt es eine Kante von B nach A, wie man sieht, von B nach A gibt es eine Kante, ist dann eine 1. Das heißt, von C nach A gibt es keine Kante. Das heißt, es gibt hier von C nach A eben keine. Da ist dann eine 0 drin. Jetzt ist es so, dass es natürlich von B nach A eine Kante gibt. Von B nach A. Es gibt natürlich auch, wenn man jetzt die B-Sicht hat, von die A-Sicht von A nach B auch eine Kante. Ne? Das heißt, da muss natürlich dann irgendwo nicht nur bei B nach A, sondern bei A nach B auch, oder wie man es halt liest, ist ja egal. Also das heißt, ich muss immer zweimal eine 1 schreiben, sonst ist das Ganze nicht so konsistent hier. Und was man hier hat, da spiegelt sich das auf der Diagonalen einfach, spiegeln sich hier die einzelnen Einträge. Was natürlich jetzt hier schon mal auffällt, ist, dass es an sich vielleicht überflüssigen Speicher verbraucht, weil ich eben überhaupt immer zwei Einträge habe. Ja. Das kann natürlich andererseits auch sinnvoll sein, wenn ich zum Beispiel gerichtete Kanten hätte. Wenn ich jetzt so eine Adjazenzenmatrix kann sich eben dazu eignen, gerichtete Kanten auszudrücken. Wenn ich jetzt sage, ich habe von B oder von A nach B eine Beziehung, aber von B nach A nicht, dann könnte ich hier eine 0 schreiben. Das heißt, das wäre dann wirklich, kann man da gerichtete Kanten ausdrücken. Was ich natürlich noch ausdrücken kann, ich kann vielleicht also eben die Richtung ausdrücken, aber ich könnte zum Beispiel auch statt 0 und 1 was anderes reinschreiben. Ich könnte da irgendwelche Zahlen reinschreiben, zum Beispiel 100. Und dann könnte ich sagen, von B nach A, wenn es jetzt Städte wären, sind es 100 Kilometer. Ne? Das heißt, von Berlin nach Amberg könnte ich sagen 100 Kilometer. Dann müsste ich von Amberg nach Berlin
auch 100 Kilometer sein. Also das heißt, das müsste dann da schon wieder konsistent sein. Außer vielleicht, es gibt keine, wenn es eine Einbahnstraße wäre, in die eine Richtung und in die andere vielleicht eine günstigere Verbindung. Das könnte natürlich auch sein, dass das dann eben auch gerichtet wäre. Das heißt, die Beziehung, die kann irgendwie nicht nur bestehen und nicht bestehen, die kann auch zum Beispiel ein Gewicht haben. Ich könnte zum Beispiel auch bei diesen hier, bei dem Beispiel mit den Personen, da könnte ich jetzt zum Beispiel angeben, was weiß ich, wie viel Geld die sich schulden. Ich könnte jetzt da irgendwie was reinschreiben. Noch einen dritten Wert, das könnte ich ja auch noch machen, dass ich sage, okay, Dieter schuldet Magdalena 100 Euro, Hans schuldet Sophie 55 Euro und Magdalena schuldet Hans 0 Euro. Das könnte man auch machen, dass man das Ganze nicht nur richtet, sondern auch noch gewichtet. Das heißt, ich kann natürlich das mit irgendwelchen Labeln noch versehen. Diese Kanten könnte ich quasi auch beschriften und dann eben zum Beispiel hier irgendeinen Wert draufschreiben wie 55 oder so. Das war jetzt blöd. Egal, ne? Und das auf der Kante eben draufschreiben sozusagen. Okay, also das wäre eine Adjazenzmatrix, die hat oft einmal gewisse Vorteile, ist natürlich einfach zu implementieren, weil es nichts anderes ist wie irgendein zweidimensionales Array oder sowas. Der Vorteil ist, es geht schnell, da Einträge zu ändern. Der Nachteil ist, wenn ich zum Beispiel neue Knoten hinzufüge, neue Kanten ist kein Problem, neue Knoten, dann müsste ich quasi das Array entweder um eine weitere Zeile erweitern oder eben um eine Zeile und um eine Spalte. Ja. Wenn ich jetzt im Prinzip so eine ungerichtete Datenstruktur habe. Genauso, wenn ich irgendwelche Knoten entferne, müsste ich quasi immer eine Zeile und eine Spalte entfernen, was natürlich diese Operationen einfügen und löschen natürlich relativ aufwendig macht. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Also als objektorientierter Programmierer, was ja eigentlich so, oder Programmiererin, was ja so normal ist, würde ich sagen, kann man das ja auch so wie diese mathematische Modellierung auch nehmen und dann einfach als Objekte repräsentieren. Ich habe einfach eine Klasse Graph, die besteht eben aus einer Menge Knoten und Kanten. Und diese Typen, Knoten und Kanten, die könnte ich natürlich jetzt hier auch einfach programmieren und könnte sagen, eine Kante besteht dann eben aus zwei Knoten. Ne? Also jetzt mal als Pseudocode vielleicht, na, wenn ich jetzt sowas habe, dann könnte ich ja auch sagen, ich habe eine Klasse Knoten. Und da hätte ich dann, was weiß ich, Int ID und String Name oder so. Ne? Das wäre quasi das, was ich habe. Ich glaube, Sie verstehen das jetzt schon auch. Das wäre quasi eine Datenstruktur, die drückt eben aus, ich habe eine ID und einen Namen und eine Klasse Kanten wäre dann eben so ähnlich. Ich habe dann einfach zwei Knoten. Ne? Ich habe dann eben Node A und Node B. Und dann hätte ich quasi eine Kante. Ne? Da habe ich eben zwei. Eine Kante besteht eben immer aus zwei Knoten. Und dann hätte ich eben den Graph an sich. Und der wird eben bestehen aus einer Menge an Knoten und einer Menge aus Kanten. Das heißt, ich würde dann sagen, Node n, das wären eben die Menge an Knoten, Node und Edge. E, ne? Das wären dann quasi die Kanten. Das wäre im Prinzip so eine Beschreibung jetzt als in so einer Java-artigen Programmiersprache. Ja. Das würde eigentlich schon reichen. Und da müsste ich dann eben einfach immer neue Objekte anlegen und die dann eben in die jeweiligen anderen Objekte referenzieren. Genau, also das wäre die Möglichkeit, die man eben hat.
Jetzt geht es noch darum, wie verarbeite ich jetzt solche graphartigen Daten? Und es gibt verschiedene Algorithmen, um das zu machen. Ein sehr beliebter ist jetzt der Tiefendurchlauf. Also das werden wir uns jetzt auch nochmal. Ich werde dann von dem, was ich jetzt theoretisch erzähle, auch wirklich nochmal konkrete Beispiele auch zeigen. Keine Sorge. Also ich werde dann auch sehr schnell das Ganze auch anwendungsorientiert nochmal für unseren Informationsvisualisierungskurs auch zeigen. Aber im Prinzip braucht man sowas wirklich. Zum Beispiel, hier ist so ein typischer Baum. Ne? Das ist im Prinzip eine, wie gesagt, spezielle Datenstruktur. Und das ist jetzt auch so ein gerichteter Baum mit Wurzel 1 hier. Das ist der Root Node. Und wenn ich jetzt quasi alle Knoten mir anschauen will und ich den durchlaufen will, dann kann ich das im Prinzip mit so einer tiefen Suche machen. Ich kann das auch, hier ist es ja im Prinzip mit der Schleife und der Rekursion. Und das ist eigentlich das, wie ich das auch mache. Genau. Also das heißt, ich gehe mir von dem Wurzelknoten aus und gehe dann im Prinzip, sagt dann, okay, hat der eine Nachfolge oder für alle Nachfolger von dem und Nachfolger wäre jetzt 1, 6 und 8, mache ich folgendes, ich rufe wieder den Algorithmus auf. Ja, das heißt, ich sage, der 1 ruft auf diesen tiefen Suche-Algorithmus von 2 und der ruft dann für alle Nachfolger 3 und 5 eben auch das auf und der nimmt natürlich immer den ersten und der erste ruft natürlich wieder gleich den nächsten auf. Ja. Bis ich irgendwann komplett unten angekommen bin, im Prinzip beim letzten Blatt. Also der Informatiker redet ja immer hier vom Baum und stellt den immer so dar, dass er von oben nach unten geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil man könnte ja das natürlich irgendwie so als Wurzel von einem Baum sehen, aber im Prinzip sagt man dann, da unten sind die Blätter. Ne? Das ist irgendwie also. Man zeichnet das immer nach unten, genauso wie man auch einen Stapel als Informatiker immer von oben nach unten, so ein Stack, ne, wird ja auch immer so von oben nach unten gezeichnet. Das liegt vermutlich daran, weil man eben, wenn man das jetzt schreibt, wenn man jetzt sagt, man schreibt von ein Blatt von oben nach unten zeilenweise voll oder macht irgendwie Tabellen, dann macht man das ja auch von oben nach unten. Deswegen ist das wahrscheinlich, hat sich das so eingebürgert, dass man von oben anfängt und nach unten geht oder auch irgendwie Stack oder vielleicht auch irgendwie, wenn man einen Speicher skizziert, dann ist immer 0 oben und was sich die höheren Speicherstellen unten vielleicht. Also das könnte man natürlich auch umdrehen, aber im Prinzip ist es jetzt hier so, dass man sagt, okay, der Root und dann gibt es eben die Kinder, die sind dann eine Ebene drunter, bis man dann eben unten bei den Blättern ankommt. Wurzel ist oben, Blätter sind unten. Das ist eine blöde. Passt jetzt nicht ganz zum Bild sozusagen, aber im Prinzip funktioniert es eben so, er ruft immer für alle Nachfolge eben wieder rekursiv diese Tiefensuche auf, kommt dann unten an und da gibt es ja keine Nachfolger mehr und dann ist es ja so, dass das eben, wissen Sie ja vielleicht, ne, zurückkehrt eben aus der Rekursion und dann kommt der nächste dran. Ne? Das heißt, die nächste Ebene und wenn die dann fertig ist, dann kommt die vom darüber liegenden Knoten die Ebene dran. Ne? Und so, die sind jetzt genauso durchnummeriert, wie eben die Art der Reihenfolge ist. Also das heißt 1, 2, 3, 4 in die Tiefe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So geht das eben durch den Baum durch. Ja? Und nicht ebenenweise, ne? Nicht 1, 2, 3, 4. Wenn ich nämlich sowas hätte, dann gibt es nämlich noch einen breiten Durchlauf. Und da ist der Algorithmus auch ein bisschen schwieriger. Also wenn ich jetzt den tiefen Durchlauf nochmal anschaue, da gehe ich ja einfach rekursiv durch. Und beim breiten Durchlauf, da muss ich mir immer im Prinzip merken, welche habe ich denn überhaupt in der Ebene. Ne? Also das heißt, ich füge im Prinzip immer einen in so eine Kö ein oder so. Und hol die dann immer wieder raus. Ne? Also da will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf einsteigen, weil im Prinzip wir brauchen vor allem den tiefen Durchlauf. Ja?
Es ist ja eben hier nicht die Veranstaltung Algorithmen, Datenstrukturen. Deswegen gehe ich da jetzt relativ schnell durch. Also was für uns wichtig ist, ist erstmal sowas wie der Tiefendurchlauf, weil ich muss vor allem erstmal überhaupt alle Knoten mir anschauen können. Das ist das Wichtige dran. Genau. Und jetzt werden wir schon mal ein bisschen praktischer. Also das heißt, ich habe ja jetzt hier einen Baum als Graph und wo kommt das jetzt bei mir irgendwie in der Visualisierung vor? Und zwar, es gibt einfach baumartig strukturierte Datensätze, ne, also die sich jetzt unterscheiden von CSV-Dateien, die eben jetzt tabellenartig strukturiert sind. Und da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Format JSON. Ich erkläre das auch in dem anderen Video noch, das dann eben noch auch eben auf dem Kanal ist, und zwar über das JavaScript. Da wird dann nochmal genauer drauf eingegangen. Aber um jetzt einmal das trotzdem mal schon zu erwähnen, also JSON ist im Prinzip eine Art Untermenge von JavaScript. Das heißt, ich beschreibe einfach mit den Sprachmitteln von JavaScript diese Datenstruktur, die baumartige. Also hier habe ich ja diesen Baum mit dieser Nummerierung, wie es eben bei der Tiefensuche vorkommt. Ich habe hier nochmal eine andere Repräsentation. Da habe ich im Prinzip, das ist ja eine, da sind die Knoten miteinander verbunden mit Kanten. Ich kann aber auch genauso gut einen Graph auch anders darstellen, zum Beispiel hier so als quasi einschließende Dinge. Ne? Ich kann ja auch sagen, in dem 1 befindet sich 2, 6 und 8. Ne? Das heißt hier, diese einzelnen Dinge, die befinden sich in dem 1er. Und das kann ich hier natürlich auch sagen. In dem 1 befindet sich einfach 2, 6 und 8, diese hier drinnen. Das kann ich ja auch sagen. Und in dem 2 befindet sich eben 3 und in dem 3 befindet sich 4. Das könnte ich so auch darstellen, das ist ja nur die Zeichnung. Dieses JSON-Format drückt genau das aus. Hier sieht man quasi diese Datenstruktur als kodiert in einem JSON-File. Um es gleich mal vorweg zu sagen, es gibt nicht immer nur eine Möglichkeit, sowas auszudrücken über Syntax. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme das JSON-Format als erstes dran, weil das relativ simpel ist und eigentlich sehr logisch aufgebaut. Es gibt im Prinzip, wenn man das jetzt anschaut, von der Syntax her ein paar wenige Sachen. Ich kann es jetzt einfach mal hier auch nochmal erwähnen. Ich kann das ja auch mal vielleicht hier dann nachher noch abbilden, hier das, was ich hier geschrieben habe. Aber es gibt im Prinzip Folgendes. Es gibt erstmal, würde ich sagen, auch so Arrays. Ne? Das heißt, Arrays sind eckige Klammern. Und in denen kann ich natürlich irgendwelche Daten mit Komma separiert reintun. Das habe ich im Prinzip als Struktur, als Syntax im Prinzip. Und was ich noch habe, ist, ich habe da noch nicht die eckigen Klammern, sondern die geschweiften Klammern. Und da kann ich auch Daten mit Komma separiert ablegen, allerdings mit einem Label versehen. Ich kann jetzt zum Beispiel eben sagen, A Doppelpunkt 1, B, Doppelpunkt 2, C, Doppelpunkt 3 oder so. Das könnte ich jetzt machen. Das JSON-Format, da ist es aber wichtig, dass ich diese ganzen Label als Strings ablege. Das ist jetzt nicht unbedingt bei dem JavaScript immer der Fall, aber hier mache ich das natürlich. Das heißt, der Key, der ist immer ein String und dann kommt ein Doppelpunkt und dann der Wert. Genau. Also das oder mit doppelten Anführungszeichen, je nachdem. Also man kann einfach ein Doppelte nehmen. Und die Werte, die kann ich auch einmal gerne als Strings eben nehmen, kann die dann ja nachher wieder parsen und umwandeln in jetzt
zahlen. Ja. Das heißt, das wäre jetzt im Prinzip das, was ich habe. Ich habe eben diese zwei Möglichkeiten. Ich habe eben nur einfach eine Menge an Zahlen, die aber im Prinzip eine Ordnung hat. Ja. Das heißt, deswegen ist es keine Menge, sondern ein Array. Und dann habe ich hier auch wieder geordnet Werte, aber mit einem Key. Also Key, Doppelpunkt, Werte gehören zusammen. Ja, genau. Und das Ganze kann ich kombinieren, wie ich hier sehe. Ja. Deswegen, wie entsteht da jetzt der Baum? Der entsteht eben dadurch, dass ich sage, ich habe jetzt im Prinzip als Wert nochmal ein Array. Ja. Das kann ich ja hier auch machen. Ich könnte sagen A1, B 2, C3. Ich könnte aber auch bei C zum Beispiel da jetzt wieder ein Array machen. Ich könnte sagen hier ein Array und da Sachen reintun. Also das heißt, ich kann in den Werten, also den Keys nicht, in den Werten könnte ich jetzt hier wieder irgendwas reinschreiben, irgendwelche Werte. Ich kann das natürlich dann auch schachteln. Ich könnte dann im Prinzip in diese Arrays natürlich wieder zum Beispiel irgendwelche Dictionaries reinlegen, und zwar mehrere vielleicht. Ne? Das kann ich also beliebig kombinieren und kann da wieder sowas machen. Also ich kann das beliebig strukturieren, das Ganze. Da gibt es ja auch eine schöne Webseite dazu. Die kann man sich mal anschauen. Das ist hier diese JSON-Org-Seite. Ja, dann machen wir es so. Hier sieht man das ganz gut. Da ist im Prinzip. Sind das so groß? Ah, machen wir so. Es gibt die Möglichkeit, das ist im Prinzip so die ganze Syntax als Graph, wie so eine Eisenbahn, die hier entlang fährt. Ich kann hier sagen, Objekt besteht aus geschweiften Klammern, entweder leer, oder ich sage, okay, es gibt da einen String, einen Doppelpunkt und einen Wert. Und dann war es das. Oder es gibt eben einen String, einen Doppelpunkt, einen Wert, ein Komma, einen String, einen Doppelpunkt, einen Wert und so weiter und so fort. Mit dem Whitespace anscheinend muss da irgendwo Whitespace dabei sein. Muss aber nicht eigentlich. Aber ich könnte auch einen Zeilenumbruch dazu machen, genau. Es gibt dann noch das Array, das ist eben eckige Klammern, entweder leer oder eben mit einem Wert, Komma getrennt hier in Schleife. Und das Interessante ist jetzt diese Rekursion, die da auch in der Definition drin steckt, nämlich dass der Wert, die Value, der Value kann eben sein vom Typ String, Number, Object und Array. Und Object und Array heißt, ich kann in einem Array als Wert natürlich wieder ein Array haben. Ich kann aber auch in einem Array ein Object haben. Und in dem Object kann ich natürlich auch Werte als Wert angeben. Und das können natürlich auch Arrays und auch Object sein. Und das heißt, ich kann es beliebig verschachteln. Und das war es eigentlich. Ne? Die Definition ist eigentlich, das sind die zwei wichtigsten Syntax-Graphen, die es hier gibt. Es gibt dann noch eben sowas, was. Ja, eben der 3 meine ich hier, das Value ist natürlich auch wichtig. Es gibt natürlich noch eine genaue Definition, was ein String ist. Das dürfte dann aber auch bekannt sein, also doppelte Anführungszeichen sollen so sein, ja, genau. Und dann halt diese ganzen Backslash, Backspace oder Formfeed, Linefeed, diese ganzen Maskierungen, die es da noch gibt, genau. Oder eben Unicode, Hexnummer. Und was eine Nummer ist, mit Komma getrennt, das ist diese IEEE-Definition von eben einem numerischen Wert.
Das ist aber jetzt vielleicht Detail. Was soll jetzt Whitespace sein? Ist das auch alles definiert? Das ist eben im Space oder eben ein Zeilenumbruch und so weiter. Ja? Genau, das ist eben dieses JSON-Datenformat. Und dann sieht man hier auch, da kann man jetzt diese Baumstruktur hier natürlich so ablegen, dass ich sage, okay, Name 1. Und dann habe ich vielleicht die Children einfach als Array. Da gibt es nämlich hier 2, 6 und 8 in dem 1er. 2, 6 und 8 gibt es dann hier als Children. Und in dem 2 gibt es als Children eben 3, 5. Genau. Und in dem 6 gibt es nur die Nummer 7. Und das wäre im Prinzip diese Datenstruktur. Ich kann die natürlich auch anders irgendwo aufziehen. Ne? Ich könnte das jetzt irgendwie anders strukturieren. Ich muss das auch nicht Children nennen. Ne? Ich könnte jetzt das auch irgendwie anders darstellen. Und wenn es eben keine Children mehr gibt, dann wäre das halt hier einfach eine leere Menge. Und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und solche Daten findet man natürlich auch wirklich irgendwo in echt. Werde ich gleich ein Beispiel bringen auch. Genau, es gibt dann noch ein weiteres Format, da gehe ich jetzt auch mal kurz drauf rein. Und zwar, also es geht eigentlich um XML und es gibt natürlich einen Vorläufer von XML. Das möchte ich jetzt auch mal kurz erwähnen. Also es gibt erstmal SGML. Und da gab es auch nochmal einen Vorläufer, GML. Und das war eigentlich so eine Art, also ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich über HTML schon mal was gehört und beschäftigen sich wahrscheinlich auch damit. Das kommt eben schon von diesem SGML und dem GML, wie man hier sieht. Das GML ist hier. Da gibt es eben auch schon so H1 für Überschriften und P für Absätze. Das ist schon relativ alt, 1975. Ja, das ist ja wirklich uralt. Das Lustige ist, dass es damals noch kein Web gab. Ja, Internet gab es schon, aber noch kein Web. Das heißt, es waren Daten, die jetzt nicht in einem Webbrowser irgendwo ankamen, sondern das waren im Prinzip auch Daten, die man eben anschauen konnte mit irgendeinem System. Aber eben jetzt nicht mit dem Webbrowser in dem Sinne. Aber es gab auch schon Hyperlinks und sowas, das gab es auch schon. Wurde nur irgendwie anders verteilt. Ja. Übers Internet vielleicht auch, aber eben nicht im Web. Und das war eben von IBM damals auch schon so ein Datenformat. Und da gab es eben auch das SGML-Format und das sieht man hier. Das ist schon auch so. Dass es schon sehr ähnlich dem ist, was jetzt irgendwie HTML ist irgendwo. Ne? Da steht jetzt hier Doctype Linux Doc System, das heißt, das ist irgendwie so eine Art Dokumentation. Und da gibt es dann eben so Tags, sagt man hier, das sind hier wie Artikel oder Itemize und Item. Und da eben, da ist die Grundidee, das kann man vielleicht hier auch schon nochmal mitnehmen, ist eben, dass man Text mit Labeln versieht, um das Ganze eben auszuzeichnen, ne, gewisse Passagen. Und was hier passiert, ist eben auch so eine, da entsteht eben eine baumartige Struktur auch. Ja. Man kann im Prinzip mit dem JSON-Format und dem XML-Format, das wir jetzt ja noch gleich genauer uns anschauen, kann man eigentlich das Gleiche ausdrücken im Wesentlichen. Das XML-Format ist nur vielleicht nicht so kompakt wie das JSON-Format. Deswegen hat sich das vielleicht eher noch jetzt mittlerweile im Web durchgesetzt, weil ich habe halt relativ viele, diese Label, die sind eben auch meistens Text und dann wird der Text irgendwo lang, ne? Das, auch die Dateien werden groß. Man kann das ja dann vielleicht doch wieder so, auch heutzutage wirklich übers Web so machen, dass man die dann irgendwie zippt und dann verteilt. Das machen ja teilweise die Webserver und die Browser automatisch, das merkt man bloß gar nicht.
Und deswegen ist es vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm, aber im Prinzip ist eine XML-Datei tendenziell größer als jetzt eine Datei, die jetzt im JSON-Format vorliegt. Genau. Genau, XML ist im Prinzip nicht das gleiche wie SGML. Und ich möchte es jetzt hier auch mal erwähnen, also Sie werden dann später mal auch mit Web-Markup-Sprachen vermutlich zu tun bekommen, also das heißt mit HTML. Und da möchte ich jetzt einfach auch gleich mal hier den Unterschied klarstellen. Was ist was? Also das ist ein bisschen blöd irgendwie, aber es ist so, XML ist eine Untermenge von SGML, ja? Und das ist im Prinzip strenger als SGML, muss man sagen. Ja, XML hat im Prinzip eine strengere Syntax, aber auch eine einfachere, muss man auch sagen. Also SGML ist eigentlich schwieriger und XML ist eigentlich leichter. Und was hat das jetzt mit HTML zu tun? HTML ist im Prinzip SGML. Ja, also das heißt, das ist eine Untermenge von SGML und XML ist auch eine Untermenge von SGML. Okay. Ja, was ist jetzt erstmal, also das sind jetzt, ist ein bisschen verwirrend. Was ist denn jetzt überhaupt mal, gehen wir mal von XML aus. XML ist im Prinzip eine Art und Weise, Daten zu strukturieren. Also zum Beispiel habe ich hier was, da steht jetzt hier Student und dann ein Name und dann wieder Student. Ja. Ich kann ja nochmal auf das Beispiel hier eingehen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt drei Personen, dann kann ich ja die irgendwo die Daten als XML kodieren, dass ich sage, ich habe jetzt hier eine Person. Ich mache Folgendes, ich muss immer diese Tags, die gehen an mit so einer spitzen Klammer auf, dann kommt eben ein Tag Name und dann eben spitze Klammer zu, das ist quasi das öffnende Tag. Das öffnende Tag ist im Prinzip hier in so spitzen Klammern eingeschachtelt und dann kommt quasi der Inhalt von dem Tag und da könnte ich jetzt sagen, okay, ich habe hier den Namen, Dieter. Und dann muss ich das Tag wieder schließen. Das mache ich, indem ich spitze Klammer aufmache, dann einen Schrägstrich, so ein Slash und dann nochmal den Namen von dem Tag hinschreibe. So, also im Prinzip öffnendes Tag, schließendes Tag. Und da drinnen ist der Inhalt. Das heißt, ich habe dieses Wort oder den Namen Dieter als Person getaggt. Das kann ich natürlich mit dem Hans auch machen. Kann ich sagen, okay, da haben wir noch den Hans. Und die Sophie meinetwegen. Und die Magdalena hier. Ne, so. Genau. Und jetzt möchte ich vielleicht auch noch die Beziehungen irgendwie ausdrücken. Ich könnte jetzt das als Baum natürlich machen, dass ich sage, okay, 1 und 4, die sind jetzt irgendwie ein Paar oder so oder verheiratet. Und dann da könnte ich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen Tag verheiratet und dann kann ich eben die Personen gruppieren. Also das ist ja tatsächlich meine Frau, deswegen kann ich das ja jetzt ohne Probleme machen hier. Und kann dann sagen, okay, die ist jetzt hier drin und dann gibt es hier so. Dann wäre das jetzt quasi in einer Struktur. Das kann ich natürlich hier auch machen. Ich könnte sagen, okay, die zwei, die sind jetzt auch verheiratet. Genau.
kann das auch so ein bisschen dann einrücken, dann entsteht ja auch schon so eine Art Baum. Ne? Das heißt, die Wurzel wäre dann irgendwo da am Ende. Ne? Ich könnte das jetzt auch nochmal einschachteln und sagen, das sind jetzt die Verheirateten und die sind eben, oder Verheiratete, ne? Und die kommen dann eben jetzt alle da rein. Ne? Das ist quasi die Menge der Verheirateten und die kann ich jetzt hier im Prinzip so einschachteln und dann habe ich quasi einen Wurzelknoten, das wäre eben jetzt dieses alle Verheirateten und dann sind die einzelnen Paare da drinnen. Ne? Das ist so, so kann ich quasi XML Daten erstmal strukturieren. Der Unterschied jetzt zu, um das auch mal gleich zu sagen, wenn Sie jetzt HTML zum Beispiel schon mal gesehen haben, ist, dass ich diese Tag-Namen, die kann ich frei wählen. Bei HTML, das ist im Prinzip eine XML oder sagen wir mal besser SGML-Sprache, da sind die Tags definiert. Ja, da gibt es eben nur Head, Body, H1, H3 oder so oder P. Da gibt es verschiedene vordefinierte Tag-Namen, die ich verwenden muss im Prinzip, die der Browser dann interpretiert, indem er die Struktur eben aufbaut. Und hier ist es so, dass ich es gibt quasi keine, die Regel ist eben nicht, wie ich die Tags benenne, sondern einfach wie die Struktur auszusehen hat. Also das heißt, die Syntax von XML gibt mir nur vor, dass ich eben ein Tag in spitze Klammern einschließen muss, den Tag-Namen, und dass ich das schließende Tag eben mit so einem Slash versehen muss und alles, was drinnen ist, sozusagen, muss den gleichen Regeln folgen. Also das ist im Prinzip XML. Es gibt natürlich noch mehr Regeln, also Gott sei Dank nicht viele. Ne? Deswegen ist es auch XML, deswegen sage ich ja auch, dass XML einfach ist im Gegensatz zu SGML. Möchte ja gar nicht so tief drauf reingehen. Also das eine, was es gibt, eben sind diese öffnenden, die schließenden Tags. Es gibt dann noch sowas, dass ich sage, okay, ich kann jetzt zum Beispiel hier noch Attribute vergeben. Also ich kann Daten speichern als quasi Inhalt von einem Tag. Ich kann aber in ein Tag, und zwar in das Öffnete, noch Attribute schreiben, wie zum Beispiel, ich könnte jetzt hier diese ID mit reinschreiben. ID gleich 1 zum Beispiel. Ich könnte jetzt hier ID gleich 2 schreiben, zum Beispiel. Ne? Ich müsste das dann vielleicht da überall machen. Kann das dann mit Leerzeichen machen oder auch ohne. Ich könnte immer sagen, die Personen kriegen jetzt immer eine ID zum Beispiel. So, da kann ich eben sagen, okay. Dann könnte ich natürlich vielleicht den Verheirateten, den Paaren auch nochmal eine ID geben. Ne? Sage ich ID gleich 1. Das kann ich natürlich auch machen. Aber das ist ja auch nicht festgelegt. Ne? Das heißt, es ist nicht festgelegt, dass die ID haben müssen. Das könnte auch sonst irgendwas sein. Ich könnte zum Beispiel Art, wie sind sie verheiratet? Also das heißt Standesamt oder sowas schreiben. Also ich könnte da irgendwas reinschreiben. Ne? Ich könnte hier zum Beispiel auch noch das Geschlecht festlegen, dass ich sage, sowas. Ich könnte mehrere Attribute vergeben. Und die werden dann einfach in dieses Tag, in das Öffnende mit reingeschrieben. Also das heißt, die Syntax ist eben diese spitze Klammer auf, Name des Tags, dann einfach ein Leerzeichen und dann Name, Attributname ist gleich Attributwert in Anführungszeichen immer. Leerzeichen, wenn es ein weiteres Attribut gibt, eben Attributname ist gleich Anführungszeichen Attributwert und so weiter. Wenn ich jetzt ein drittes hätte, wieder Leerzeichen, also nicht Komma oder so, sondern Leerzeichen zum Trennen, dann das nächste Attribut dazu. Und dann
schließen die Klammer. Und dann kommt eben der Inhalt des Tags und dann kommt das schließende Tag. Hoppsa. Genau. So, jetzt haben wir fast die komplette XML-Syntax durch. Es gibt noch eine spezielle Syntax. Es gibt nur noch eigentlich die. Es gibt im Prinzip ein einseitiges Tag. Wenn ich zum Beispiel, ich könnte den Inhalt weglassen. Ich hätte zum Beispiel jetzt vielleicht irgendwie eine Person, die hat überhaupt keinen, da weiß ich den Namen nicht. Wäre jetzt in dem Fall jetzt bei verheiratet blöd. Ne? Ich kopiere das jetzt einfach mal, sonst wäre das irgendwie lächerlich, wenn ich sage, die sind zu dritt verheiratet. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, da habe ich jetzt hier diese und da habe ich aber in meinem Datensatz einfach die Namen nicht. Ne? Könnte ich sagen, okay, die sind ja weg. Und jetzt habe ich ja eigentlich irgendwie ganz überflüssigerweise ein öffnendes und ein schließendes Tag, aber da ist ja kein Inhalt. Und deswegen kann ich im Prinzip das wegmachen, das schließende Tag. Das wäre jetzt zum Beispiel in SGML tatsächlich erlaubt, das so zu machen, aber in XML nicht, weil ich immer ein schließendes Tag haben muss eigentlich. Oder es ist einseitig und da muss ich hinten einen Slash dran machen. Hier, ne? So. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Unterschied, also das ist auch schon mal für Sie wichtig dann, wenn Sie später mit HTML5 zum Beispiel was machen, dass man sagt, okay, in HTML5, weil das ja ein SGML-Dialekt ist, brauche ich diese schließenden Tags gar nicht. Und dieses hintere Slash auch nicht, dass das als einseitigen Tag auszeichnet. Da gibt es Tags, zum Beispiel hier dieses, was haben wir, BR als Zeilenumbruch, das ist im Prinzip, sieht so aus. Da müsste ich ja dann eigentlich in SGML, in XML diesen hinteren Slash noch dazu machen. Aber es hat mit unseren Personendatenstrukturen jetzt nichts zu tun. Jetzt habe ich eigentlich die ganze Syntax. Also ich habe im Prinzip öffnende Tags, schließende Tags, ich habe Attribute und ich habe eben einseitige Tags. Die können Attribute haben, die können auch keine Attribute haben. Ne? Das, je nachdem, wie ich das. Ich kann das ja machen, wie ich will. Ne? Also mehr gibt es eigentlich nicht. Es gibt noch den XML-Header, der dann irgendwie oben drüber noch kommt. Da steht eben einfach nur XML-Version 1.1 oder sowas da. Oder 1.0. Aber so wie ich die Daten strukturiere, so sieht es im Prinzip aus. Und ich muss immer einen Wurzelknoten haben. Ne? Das heißt, es muss immer in einem Root. Node eben umschachtelt sein. Das ist eigentlich das ganze Ding, was es da gibt bei den XML-Sachen. Genau. Um vielleicht mal noch zu erwähnen, was es da noch für Ausnahmen von der Regel gibt bei dem SGML, also wenn man jetzt HTML hat zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel auch die Anführungszeichen weglassen hier. Das darf ich aber bei XML nicht. Also das heißt, die Syntax ist strenger, aber einfacher und klarer definiert, weil es gibt einfach genau die Regeln, die ich jetzt gerade erwähnt habe und nicht mehr, nicht weniger. Also das heißt, bei SGML und HTML gibt es noch ein paar Ausnahmen von irgendwelchen Sachen, was natürlich ein bisschen schwieriger ist dann. Genau. Ja, wenn man jetzt eine Struktur hat, wie zum Beispiel hier, da habe ich jetzt mal eine Struktur wie an der Hochschule. Ich habe hier Vorlesungen, da gibt es dann einzelne Vorlesungen an sich. Und in den Vorlesungen gibt es eben Studenten, Studentinnen, mehrere. Die haben dann vielleicht einen Namen, eine Matrikelnummer. Und dann gibt es hier noch eine Studentin und so weiter, oder einen Studenten. Das wäre so eine Vorlesungsstruktur eben von den Personen, den Studierenden, die da dabei sind. Das kann man als Baum darstellen, als XML-Struktur. Das wäre dann hier im Prinzip genau das, was ich gerade schon erzählt habe. Also man könnte es hier in Vorlesungen einschachteln, die einzelnen Vorlesungen mit Attributen versehen wie Name und Dozent und dann die Studenten mit Matrikelnummer. Und Name, genau das, was ich gerade erwähnt habe. Genau.
Ja, es gibt dann diesen Header, habe ich schon gemeint, da steht dann eben das hier, XML-Version gleich 1.0 und dann auch noch das Encoding, das heißt welche Schriftart. Das heißt, das fehlt jetzt hier noch bei meiner XML-Struktur hier halt. Also ich schreibe hier einfach das XML und dann genau das, Version gleich 1.0. Das war es eigentlich schon. Und dann hier mit diesen Fragezeichen. Und ich kann das Encoding noch mit reinschreiben. Encoding gleich UTF-8. So, und wenn ich genau das habe in einem Dokument und nicht mehr, nicht weniger, dann habe ich im Prinzip ein wohlgeformtes XML. Ich kann das auch jetzt im Browser aufmachen und überprüfen, ob das wohlgeformt ist. Das heißt, es hat keine Syntaxfehler an sich. Jetzt nochmal der Vollständigkeit, wenn ich schon so schön dabei bin. Vollständigkeit halber kann man ja nicht noch viel mehr erzählen über XML, aber ich möchte eben das Wesentliche erwähnen. Auch nicht zu viel. Also das heißt, es ist jetzt auch keine eigene Lehrveranstaltung, die man vielleicht echt machen könnte, weil da gibt es unheimlich viel noch über XML. Da gibt es auch, weiß ich nicht, Zeitschriften. Es gibt XML-Zeitschriften, die monatlich erscheinen oder hat es zumindest mal gegeben. Version. Es gibt eigentlich vor allem diese 1.0-Version. Encoding ist dann natürlich vielleicht schon wichtig. Das muss natürlich korrespondieren mit dem tatsächlichen Encoding. Wenn ich jetzt hier, ich nenne mich jetzt irgendwie anders, Düter mit Ü, ne? Oder so, dann sollte ich das natürlich auch wirklich speichern, Save with Encoding als UTF-8 abspeichern. Und dann muss natürlich hier das gleiche korrespondieren, sonst macht es keinen Sinn. Und wenn ich das dann mache, dann werden auch die Umlaute korrekt dann interpretiert von dem Programm, das das Ganze eben liest. Ja, der Vollständigkeit halber, wie gesagt, diese Fragezeichen, die sind ja jetzt nicht Teil der XML-Syntax, ne? Weil ich habe ja hier die Regeln, die habe ich ja schon alle aufgezählt. Jetzt gibt es hier aber Fragezeichen. Und das liegt eben, das ist jetzt ein bisschen hirnrissig dann, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Die Syntaxdefinition von XML ist nämlich in einer SQML-Syntax beschrieben. Und da gibt es diese Fragezeichen. Ja. Genau, es gibt zum Beispiel dann noch so eine Art Kommentare. Die kann ich mit Slash Ausrufezeichen minus minus Kommentartext minus minus spitze Klammer zu einschachteln, so wie man das auch in HTML kennt. Das könnte ich jetzt auch machen. Das wäre auch nochmal eine Syntax, die ich machen könnte. Sind alle Ich könnte hier irgendwie was dazu schreiben. Ne? Dann würde das von einem XML-Parser, was wir dann jetzt als nächstes brauchen, ignoriert. Ne? Und jetzt möchte ich vielleicht jetzt nicht zu tief einsteigen. Sie können das mit der Folie dann auch noch weiter lesen. Es gibt noch ein paar andere Syntax-Elemente, die vor allem dazu da sind, um diese Syntax selber zu definieren. Und das ist dann quasi in einer SQML-Syntax-Definition, in diesen Document-Type-Definitions definiert. Die haben eben diese Fragezeichen und dann auch diese Ausrufezeichen als Syntax-Element noch selber. Möchte nicht darauf eingehen näher. Was vielleicht noch wichtig ist für Sie, sind solche Dinge wie XML-Entities. Und die gibt es in HTML auch, die heißen HTML-Entities. Die sind einfach irgendwo auch definiert in der Syntax. Und da habe ich im Prinzip einen
eine Codierung und einen Wert dazu. Ne? Also da habe ich zum Beispiel, ich könnte hier sowas sagen wie Entity Titel, Professor Dr. Ing, und immer wenn ich und Titel schreibe, kommt, meint der eben das. Und das ist dann eben so definiert, zum Beispiel, da gibt es ein paar Standard-Entities, das sind diese Umlaute zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt das Ganze als ASCII speichere und nicht als UTF-8, wie ich es hier mache, ne? Ich könnte ja das quasi als ASCII auch speichern, ASCII. Und um dann Umlaute zu verwenden, kann ich die im Prinzip dann auch, wenn ich jetzt Düter schreiben würde und UML-Strichpunkt, könnte ich UUML, ja, also UUmlaut, also UML steht immer für Umlaut, UUML und Strichpunkt UUML und UUML-Strichpunkt wäre dann ein Ü. Das ist ein bisschen auch wieder auf den ersten Blick ungewohnt. Sie werden es aber sicher, wenn Sie mit Web Codierung noch mehr zu tun haben, werden Sie das öfter sehen. Da gibt es eben, um jetzt keine Zeichen zu verwenden, eben mit diesen Umlauten, um diese ASCII-Zeichencodierung verwenden zu können, gibt es eben nochmal eine spezielle Codierung in XML, um so Umlaute und andere Sonderzeichen auszudrücken, wie zum Beispiel scharf S ist und SZ lig. Ja, Strichpunkt fehlt hier. Genau. Oder ein, ja, ist egal, also Eurozeichen und Euro-Strichpunkt wäre das Eurozeichen zum Beispiel. Genau, also das war es eigentlich im Wesentlichen. Das andere brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht erwähnen. Das HTML natürlich auch so eine Art Baumstruktur ist. Das werden Sie dann irgendwann mal in Websysteme kennenlernen. Jetzt habe ich hier relativ viel gezeigt und habe ja auch schon kurz gesagt, dass jetzt das hier irgendwo noch verarbeitet werden muss, ne? Weil das ist ja nur, das sind ja jetzt im Prinzip die Daten, die kann ich jetzt irgendwo speichern. Ne? Ich könnte jetzt das irgendwie abspeichern, irgendwo auf meinem Desktop meinetwegen und speichere das Ganze als verheiratete.xml. Dann habe ich das als XML-Datei gespeichert, dann wird es auch gleich schön eingefärbt hier. Mein Syntax-Coloring geht dann quasi auch und interpretiert das Ganze noch. Also das ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier im Texteditor einfärbt, sondern das färbt der, stellt der nur so dar, weil er jetzt weiß, das ist eben vom Typ XML und dann wird eben das so gemacht, dass die Tag-Namen eben diese rote Farbe kriegen, der Inhalt ist weiß und die IDs werden so leicht grün und die Attributnamen und die Werte werden dann gelb. Genau. So, jetzt habe ich im Prinzip, ich werde ein bisschen noch weitermachen, jetzt haben wir schon quasi knappe eine Viertelstunden, aber um sie dann auch im Prinzip mehr Richtung Praxis hinzuführen, mache ich jetzt einfach nur ein bisschen weiter und zeige jetzt auch mal jetzt in Richtung Informationsvisualisierung, wo ich zum Beispiel Daten herbekomme, um die zu visualisieren und in diesen beiden Formaten, JSON und jetzt auch XML. Ja. Ich kann jetzt mit einem von beiden anfangen. Ich werde jetzt vielleicht mal gleich, machen wir mal gleich XML. Und ich habe auch bei der letzten Aufzeichnung zu dem Thema Informationsvisualisierung Datenquellen gezeigt. Und das habe ich nicht aufgezeichnet, habe es aber schon mal erwähnt. Es gibt hier beim Deutschen Bundestag, das ist relativ schön, gibt es hier Open Data. Und das Interessante hier ist, dass es tatsächlich von allen Sitzungen des Bundestags, von Plenarsitzungen, gibt es eben tatsächlich Mitschriften. Ja? Und die Mitschriften, wie man hier sieht, die sind, wenn man jetzt hier auf dem Bundestag.de Services Open Data sich befindet, die Mitschriften sind, oh Wunder, in XML. Ja? Also nicht in Word oder so, sondern in XML. Und wenn ich jetzt das Ding hier mal aufmache, dann ist lustig, sehe ich jetzt das. Also es ist erst einmal leserlich, ne? Es ist Text.
Spieltext ohne Formatierung, wie man sieht. Und das Interessante ist, das Ganze ist aber auch nicht das XML, sondern der Browser, der kann nämlich XML interpretieren. Aber was ich in Wirklichkeit bekomme, ist das, wenn ich mir den Seitenquelltext anschaue, also hier rechts draufklicken, Seitenquelltext, dann habe ich im Prinzip genau diese XML-Struktur. Ja. Also man sieht, das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr viel. Moment, man geht ein bisschen weiter runter. Ich sehe dann auch irgendwann, wird die Struktur irgendwie anders. Ist viel, ne? Ist viel. Und dann irgendwann wird es auch wirklich wieder anders. Und man sieht aber hier irgendwo, es ist schade, dass es keine Zwischenfrage gab, denn ich hätte zu diesem Thema gern mehr Redezeit gehabt. Ja, steht hier. Da steht irgendwie Klasse gleich Redner, Redner-ID, Name, Peter Bürger, AfD, hat das wohl gesagt irgendwo und so weiter. Ne? Das heißt, es ist irgendwo strukturiert. Es ist dann klar, wer was gesagt hat, wer der Redner ist. Es gibt hier Redner-ID, Name, Vorname, Nachname, Fraktion. Das ist hier alles so in XML-Schreibweise geschrieben, wie ich es gerade erzählt habe. Es ist natürlich viel. Und es geht auch irgendwie mit so Dingen los wie einem Root-Knoten-Plenarprotokoll. Vertrieb ist gleich. Herstellung, da gibt es noch einen Namen, wer das irgendwie macht, das Ganze. Inhaltsverzeichnis gibt es dann auch. Na, da gibt es dann irgendwie noch einen Inhalt. Und so weiter. Und irgendwann kommen auch die ganzen Reden. Und das Ganze nicht nur für diese Sitzung, sondern auch für die andere und für die nächste und so. Und jetzt hätte ich natürlich gern irgendwie damit was gemacht. Das heißt, ich musste irgendwie lesen, die Dinge. Und auswerten. Und ich möchte das jetzt tatsächlich auch machen. Und die Idee wäre jetzt gewesen, dass man sagt, okay, mich interessiert jetzt vielleicht heutzutage Corona-technisch, was jetzt da eigentlich so Inhalt der letzten Plenarsitzungen war. Ne? Also vielleicht gibt es ja da irgendwas Richtung Corona. Oder überhaupt, was ist denn so das wichtigste Thema? Und ich hätte gern einfach die Texte ausgewertet. Ich hätte einfach mal nur gern die Texte und ich würde gern sowas machen wie eine Word Cloud. Ja? Word Cloud können wir mal. Wenn ich das google, dann sieht man hier, was das ist hier. Das ist eine Word Cloud. Je öfter die Wörter verwendet werden, desto größer soll das Ganze werden. Man kann das auch so in so schöne irgendwelche Strukturen bringen und so weiter. Genau, das hätte ich gern gemacht von den letzten Sitzungen. Und das mache ich natürlich jetzt irgendwo mit Python. Eignet sich natürlich auch sehr gut. Das heißt, ich habe das natürlich schon vorbereitet, wie es jetzt irgendwie vielleicht so nicht überraschend ist. Ne? So, okay, also ich habe hier ein Jupyter Notebook. Ich werde das jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen größer machen. Halt hier. Genau. Ich habe hier einfach ein paar Imports, gehe nachher drauf ein. Ich habe hier die Daten. Ich habe das nur zweimal hier rein, weil ich habe die letzten drei mal. Nehme ich mal die letzten drei Daten. Ich habe jetzt hier mal quasi alle rein, aber ich habe mich dann entschieden, weil es irgendwie interessanter ist. Die letzten drei Daten hier, diese XML-Daten, das sind die, die hier drin sind. Ich kann hier den Link kopieren, wenn ich hier draufklicke und Linkadresse kopieren mache und dann hier reingehe, dann habe ich im Prinzip hier diese Linkadresse. Das ist quasi die gleiche, wie man sieht. Genau, ich habe jetzt hier einfach mal ein Array von diesen einzelnen Daten.
Jetzt habe ich hier noch eine Schleife, also ich gehe mal gleich zum übernächsten. Eine Schleife und die macht Folgendes. Die geht eben über diese Datensätze hin. Also vor SRC für Source in DATS, das sind dann für jedes einzelne von den Zeilen, mache ich Folgendes. Ich mache mir quasi einen XML-Baum draus. Ne? Also das heißt, ich lese den ein, parse den mit einem Kommando et.elementtree, File gleich URL Open Source. Was ich da verwende, ist im Prinzip jetzt das URL Open. Das macht einfach mal die Datei unter der Adresse auf und lädt sie. Das ist ganz simpel. Also das heißt, URL Open, das wird hier eingebunden mit hier, URL lib request import URL open. Das ist das Ding. Dann kann ich im Prinzip von dieser Standardbibliothek Python, die ist quasi im Standard Python mit dabei, URL lib request import URL open, kann ich Files aus dem Internet laden. Ich habe hier noch was, das ist auch Standard Python Bibliothek XML. E-Tree Element Tree. Also Element Tree ist im Prinzip ein XML-Parser, da kann ich eben XML-Dateien umwandeln in so einen Baum und den eben durchgehen. Ja. Unter ET ist dann diese Bibliothek verfügbar. Ja. Da kann ich ET Element Tree, kann ich mir den Baum einfach aufbauen. Und zwar für jeden einzelnen Datensatz hier. Gut. Und jetzt möchte ich natürlich den Baum durchlaufen. Ne? Das heißt, das, was ich hier vorher schon erwähnt habe, ist ja egal, ist ein anderes Beispiel jetzt. Oder hier Tiefendurchlauf. Ich möchte den jetzt durchlaufen und möchte für jeden einzelnen Knoten mir den Text rausziehen. Weil ich will ja nur die Texte, ne? Ich will ja nicht irgendwie die Struktur, ich will alle Wörter möchte ich haben, ne? Egal was das für Wörter sind, in welchen Knoten die sind, ne? Ich möchte quasi alle Wörter haben. Das heißt, ich möchte hier wirklich auch, keine Ahnung, Eva und Högel möchte ich haben, genauso gut wie Fraktionen und Gesetzes zum Beispiel, ne? Alles, ne? Tagesordnungspunkt möchte ich auch, alles, alle Wörter, die da drin vorkommen. Mich interessiert jetzt gar nicht, wo die stehen. Das File gibt natürlich viel mehr her. Ne? Das hat eine Struktur. Ich kann natürlich das auswerten, wie ich mag. Ne? Ich kann natürlich da noch viel mehr machen. Aber in meinem Fall will ich eben nur die einzelnen Wörter haben. Also möchte ich alle Wörter, indem ich so einen Tiefendurchlauf mache. Und den mache ich eben hier mit diesem Text from XML, dieser Function, die ich mir definiert habe. Und da gebe ich den Wurzelknoten an. Und der macht jetzt genau diesen tiefen Durchlauf, wie es eben in dem Algorithmus steht. Das heißt, hier sage ich eben, jetzt sind wir wieder beim breiten Durchlauf hier, beim tiefen Durchlauf für jeden Nachfolger VI rekursive Aufruf von diesem tiefen Durchlauf. Das heißt, das mache ich hier auch. Und zwar Text from XML. Für jedes Kind in dem Tag rufe ich das wieder auf. Ich habe das umbenannt. Huh? Kann ich gleich mal schauen. Ich kann das ja nochmal laufen lassen hier. Muss das umbenennen, ne? Das ist hier so, wollte ich schreiben. So, genau. Also das heißt, ich rufe das rekursiv nochmal auf und zwar für jedes Kind in dem Tag. Ne?
Und ich habe hier ein Attribut Text und das ist im Prinzip der Text von dem XML. Also tag.text, also von dem Knoten.text, das ist im Prinzip immer der Inhalt hier, ja, das hier. Das ist im Prinzip Punkt Text. Genau. Das heißt, wenn das jetzt hier durchläuft, nehme ich mir den Text und den hänge ich dann immer an meine Variable Text hier mit dran. Ja, das heißt, diese Variable Text enthält dann irgendwann den ganzen Text. Das dauert, glaube ich, jetzt eine Weile. Ich kann hier mal, weil das ist wirklich sehr umfangreich, ne? Das geht ja direkt. Ich kann ja nochmal mir den Text ausgeben. Ne? Ich kann ja mal hier nach oben gehen und kann den Text mir selber ausgeben. Und dann kommt eben tatsächlich der Text hier mit den Steuerzeichen noch drin. Aber das ist natürlich auch ein ewiger Wust hier. Ja, man sieht, ein unheimlicher Wust an Text. Aber sind alle Wörter. Ne? Genau. Machen wir gleich mal wieder weg, weil es so viel ist. Jetzt gibt es, ich möchte den so als Tokens haben, einzelne Tokens und na, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich gehe mal weiter. Ich habe jetzt hier den Text. Das braucht man nicht. Ich habe hier den Text als langen String. Genau, gehen wir mal kurz weiter. Was ich hier habe, das ist nur übergeblieben von einem anderen Experiment im Prinzip. Was ich hier habe, ist, ich möchte ein paar Wörter weglassen. Und zwar, die Wörter hier, ne? Ich habe hier diese Stop Words und zwar, wo habe ich denn die noch hin? Ich habe hier die runtergeladen. Es gibt so Stop Words. Das sind so Wörter wie in, ein, beim, der, die, das und so. Genau, und die kann ich eben bekommen, indem ich diese Library hier einbinde, diese Stop Words hier. Ne? Die muss ich dann nur importieren. Also das heißt hier, die kann ich extra, die werden immer aktualisiert und dann kann ich, weil es vielleicht mal neue gibt, die kann ich hier dann eben importieren mit diesem NLTK, das ist so Natural Language Bibliothek. Genau, die habe ich am Anfang eben mir schon geholt, diese Stop-Words. Und die kann ich eben erweitern, indem ich mit Update eben ein neues Array dazu gebe. Und da habe ich einfach ein paar uninteressante Wörter eben spezifiziert, zum Beispiel Beifall. Ja. Und es kommt oft Redner und Tagesordnungspunkt oder Doktor vor oder Drucksache oder sowas. Das sind einfach so entweder Metadaten oder irgendwelche Sachen, die irgendwie ja, mein Ergebnis ein bisschen unschön darstellen würden. Die sagen auch relativ viele Fraktionen vielleicht oder die ganzen Parteinamen habe ich mal rausgenommen. Ja. Und liebe Kolleginnen und Kolleginnen, das lasse ich auch weg, das ist nicht relevant von dem, was sie inhaltlich sagen. Der Herr Wolfgang Schäuble kommt auch oft vor. Deutschland als Wort kommt oft vor, interessanterweise. Kann man auch mal weglassen. Und dann werden meine Wörter eben, also die wirkliche Liste der Wörter, die wird hier mit diesem List Comprehension nochmal verändert. Ich sage dann i for i in Words. If i.lower not in stop words. Also das kann man fast schon lesen wie Englisch. Ne? Das heißt, für jedes Wort in meiner Stop-Words-Liste, für jedes Wort in meiner Liste gehe ich eben diese Stop-Words durch und sage, wenn sie nicht drin sind, und zwar auch die
im Prinzip i.lower ist im Prinzip die alles in Kleinbuchstaben konvertiert, damit ich nicht extra die Groß- und Kleinschreibweise hier angeben muss. Ne? Ich sage eben, wenn die kleingeschriebenen Wörter in meiner Liste nicht bei den Stopwords vorkommen, die i klein geschrieben sind. Und wenn der Anfangsstring keine Zahl ist wie 1 oder 2, weil da gibt es auch sehr viele so IDs oder so, die mit einer Zahl anfangen. Aber Wörter fangen ja in der Regel nicht mit Zahlen an, dann soll die eben auch nicht rein. Ne? Und ich sage dann auch nicht, ich beschränke es dann auf eine Länge. Das heißt, Wörter sollen größer als mehr als 3 Buchstaben haben. Also ist fällt dann auch schon mal weg und sowas. Genau. Das ist meine Wörterliste. Die Stopwords haben wahrscheinlich eh so kurze Wörter mit drin, aber ist egal, sicher ist sicher. Dann habe ich eben die tatsächliche Liste der Wörter. Ne? Kann ja auch noch mal mehr ausgeben. Ja, da habe ich schon verraten hier. Nee, ich wollte es noch nicht zeigen, aber das ist ja egal. Ja, das ist quasi diese, was dann rauskommt irgendwo. Ne? Moment. Was springt er denn da rum? Ich wollte jetzt einfach mal die Wörter mir noch geben. Ah, ist egal. Dann machen wir das halt nachher. Jetzt habe ich das irgendwie durcheinander gemischt. So, das da wollte ich. Jetzt hat die List of Words wollte man nochmal geben. Genau. Und das sieht man, dann sieht, ist es eben ein Array mit den ganzen Wörtern. Genau, das ist ja schon mal ganz gut. Komische Wörter gibt es hier. Ach, die sind keine Wörter. Ja, aber im Prinzip will ich ja auch mit vielen Wörtern arbeiten und quasi Big Data ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist zwar jetzt auch nicht richtig Big Data, aber es ist schon ordentlich an Material. Jetzt habe ich die und jetzt generiere ich diese Word Cloud einfach und da gibt es natürlich Gott sei Dank auch eine Bibliothek und die heißt natürlich überraschenderweise Word Cloud. Die muss ich einbinden. From Word Cloud import Word Cloud. Die muss ich aber vorher installieren. Ne? Die ist nicht automatisch bei Python mit installiert und das muss ich mit dem pip machen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt hier mal Terminal. Ich müsste vorher im Prinzip ein Moment, hier schieb's mal rüber. Sie müssen dann quasi übers Terminal das installieren. Pip install Word Cloud. So, ne? Word Cloud. Na, jetzt richtig geschrieben, ja, genau. Und dann müsste das eigentlich schon haben, dass der Ganze ist hier schon installiert, natürlich, klar. Müssen Sie machen, falls Sie das Beispiel nachvollziehen wollen, müssen Sie quasi auch dieses Word Cloud installieren. Das können Sie vielleicht auch über das Anaconda direkt machen, über dieses Jupyter Notebook. Und dann können Sie das eben einbinden auch mit From Word Cloud Import Word Cloud. Dann haben Sie eben diese Klasse zur Verfügung. Und dann kann ich eben anfangen und kann sagen, okay, ich mache so eine Plot-Figure auf, also das heißt so eine Pyplot-Figur. Ich lade dann noch ein Shape. Ich kann jetzt zum Beispiel von Deutschland die Umrisse mir laden als JPEG-File, schwarz-weiß. Schwarz ist eben sichtbar, ne? Und kann das dann einfach darstellen. Ich kann dann sagen Word Cloud, Background Color Black, kann da noch verschiedene Sachen eingeben, Normalize Plurals, das heißt, das ist wirklich noch mit Sprachverarbeitung, dass Plural, also Mehrzahl in Einzahl umformuliert wird. Es gibt diese Maske von dem Deutschland-Umriss. Mode RGB ist eben der, wie es dargestellt wird, als Farbe. Und dann Title. Und dann wird das Ganze geplottet hier. Ne? IMG Show wird es geplottet. Ich mache die Achsen weg, damit ich eben die, habe ich ja normalerweise bei meinen Pyplot-Figuren. Und speichere das Ganze dann noch ab als Word Cloud Corona und das Ergebnis sieht eben,
es kleiner machen, sieht eben so aus, dass es hier mit Deutschlandumriss eben die einzelnen Wörter, je größer die Wörter, desto häufiger wurden sie erwähnt. Es gibt hier heute, Krise, Menschen, Maßnahmen. Das ist jetzt vielleicht so aussagekräftig nicht, aber man sieht schon irgendwie, um was geredet wurde, Milliarden Euro, solche Dinge, ne? Glaube, Wirtschaft, Wissen, brauchen. Also das sind so Worte, da sieht man schon, die Stimmung kann man da, denke ich, ganz gut irgendwo rauslesen. Gesetz, Familien, Leben, das sind so Dinge, die halt viele erwähnt haben. Ne? Das ist natürlich schon irgendwie. Die Stimmung kann man ganz gut erfassen. Länder, die einzelnen Länder, das sind so Sachen, Kurzarbeitergeld, das sind so Wörter, die relativ häufig da drin vorkommen. Covid-Pandemie, relativ wenig. Krise ist natürlich ein Wort, das oft vorkommt. Man könnte es jetzt vielleicht auch schöner in weit, machen wir mal weit, darstellen. Dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen. Man sieht, es geht so schnell nicht, aber ja, genau. Mal schauen, ob es nochmal kommt. Ah ja, jetzt hier noch, das ist in weiß. Kann man es vielleicht schöner sehen. Man kann es natürlich mit anderen Umrissen versehen. Kann natürlich andere Daten nehmen, natürlich. Ja, und das ist ja eigentlich das, was man hier ganz schön machen kann. Man kann auch diese Word Cloud verändern, ja, dass man sagt, man möchte jetzt vielleicht auch eine andere Art von Anordnung haben. Aber so sieht man eigentlich ganz schön, was man da eben mit XML-Daten auch machen kann. Also das war jetzt eigentlich auch das Ziel. Und wie man eben Textformate verarbeiten kann. Ich habe noch ein Beispiel hier. Das machen wir jetzt gleich noch oben drauf. Also das war jetzt quasi mit XML-Daten. Ich habe noch eins mit JSON-Daten. Und zwar, es gibt eine Bibliothek und eine Webseite, können wir uns mal kurz anschauen. Die heißt hier The Virus Tracker. Die habe ich auch irgendwie gefunden. Und ja, man sieht da irgendwie eingefärbt in Rot, alles schlimm anscheinend. Ne? Sieht die ganzen Dinge. New Death Today, New Cases und so weiter. Es gibt dann auch so Statistiken, die so auch okay sind. Das sind natürlich die Grünen, sind die Genesenen, denke ich, oder die Neuansteckungen und so weiter. Ne? Und das Ganze, was man halt immer so hat. Es gibt aber auch eine Webschnittstelle. Und über diese Webschnittstelle, die gibt es da bestimmt auch irgendwo beschrieben, habe ich ja irgendwo auch gefunden. Ja, also eine direkte Webschnittstelle gibt es ja auch nicht, weil ich die quasi, ich simuliere einen Browser dann. Aber man kann es ja mal kurz schauen, wie das funktioniert. Ich sage hier Free API, ja genau, da ist es. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Link hier da eingebe, also die URL eben ergänze mit Free API Fragezeichen. Fragezeichen ist immer ein Parameter, den ich da mitgebe über eine HTTP-Anfrage. Das werden Sie vielleicht später bekommen. Dann habe ich eine Variable mit einem Wert Total, Country Total gleich US. Wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich im Prinzip so eine Ansicht. Und das ist im Prinzip auch schon mal Browser. Interpretiert das eben als JSON. Der sagt, okay, JSON-File. Ich kann hier auf Rohdaten klicken. Dann sehe ich auch, wie es aussieht. Das heißt, da bekomme ich im Prinzip ein JSON-File und das kann ich natürlich auch auswerten, ist ja klar. Also das heißt, hier habe ich ein JSON-Objekt, da habe ich dann ein Array, Country Data, das beinhaltet wieder dann ein JSON-Objekt Info und das beinhaltet dann dieses Array noch weitere Einträge wie nee, dieses Objekt Total Cases Recovered und so weiter und die ganzen Werte eben, also Deaths, Total Deaths und so weiter. Die kann ich natürlich auch super auswerten. Muss ich halt das JSON-File interpretieren. Und das kann ich natürlich auch einfach machen.
indem ich meine üblichen Werkzeuge verwende, des Pandas. Hier habe ich noch ein JSON extra. Ne? Das ist dann von Standard Python eben eine Bibliothek. Und mache Folgendes: Ich lese das natürlich erstmal ein. Habe mir dazu so eine Hilfsmethode geschrieben. Die heißt jetzt hier Read Dir Start, da gebe ich einfach die Adresse ein. Und mache dann eine, bekomme da zurück. Ich kann ja bei Return bei Python mehrere Werte mit Komma getrennt zurückgeben, die kann ich dann hier wieder quasi entgegennehmen. Und zwar eben einen Data Frame und einen Namen. Und dann mache ich eben mir eine Figur draus und gebe dir den Titel und plotte die als Barplot und habe dann hier von Amerika quasi diese ganze Statistik: Total Cases, Total Recovered, Total Deaths, Active Cases und Total Serious Cases. Das sind ja die Daten, die da vorhanden sind. Und interessant ist natürlich dieses Read-Dir-Stat, das ist ja im Prinzip dieses Einlesen von dem JSON. Das heißt, hier gebe ich eben die Adresse ein. Ich habe da noch so einen optionalen Parameter glob, den ich jetzt erstmal nicht verwende. Und die Adresse, die wird eben jetzt einfach mit Requests get eingelesen. Und Requests ist jetzt hier auch eine Methode, um jetzt eben eine HTML-Verbindung auch zu öffnen. So wie das vorher auch schon war mit diesem Urdl-Lib, das kann ich natürlich so auch machen. Und zwar deswegen, ich habe hier noch Folgendes: Ich kann noch eine optionalen Parameter Header mitgeben und das muss ich irgendwie machen. Und das ist nämlich der HTTP-Header, das werden Sie jetzt dann erkennen. Aber ich tue quasi so, als ob ich ein Browser bin, sonst kriege ich nämlich nichts. Das heißt, ich sage hier User Agent, ich tue so, als ob ich so ein Safari-Browser bin oder irgend sowas. Genau. Um die Daten lesen zu können, weil das Ganze funktioniert eigentlich nur über den Browser und deswegen mache ich einfach meinen Request so, dass ich sage, ich bin ein Browser und lade mir dann die Daten und kann die dann eben hier gleich in json.loads.r.text, also das heißt dieser Request, der geladene, den Text davon, den kann ich hier in JSON umwandeln und bin dann eigentlich schon relativ weit. Und kann dann eben, dann habe ich so ein JSON-Dict und kann das dann auswerten. Er kann dann sagen, okay, die Results zum Beispiel. Und die mache ich dann from Dict Results, mache ich meinen Data Frame draus. Und schmeiß einfach nur ein paar Features weg. Also ich habe hier Total Cases, Total Recovered. Da kann ich quasi welche wegtun. Ich könnte jetzt auch noch ein paar weg. Des Serious Cases zum Beispiel könnt ihr auch wegschmeißen da hinten, weil das so unaussagekräftig ist. So, wenn ich jetzt das mache, dann ist das einfach weg. Dann ist das hier weggeschnitten. Genau. Mach's jetzt wieder hin. Genau, und das war es eigentlich schon. Ich mache einfach ein Data Frame aus meinem JSON und kann das dann wieder interpretieren. Ist jetzt die Frage, na, wozu muss ich das überhaupt dann machen? Aber das ist einfach so, dass die Daten halt an sich als JSON-Format eben kommen. Das heißt, die Daten, die kommen eben in dem Format. Und wenn ich sie lesen will, muss ich es halt, auch wenn ich es gerne als Data Frame hätte, ich habe es ja nicht anders bekommen. Deswegen werden die dann erstmal eben gelesen, in ein Data Frame umgewandelt, dann kann ich es wieder als Plot mir sichtbar machen, kann das natürlich für die anderen Länder machen, wie Italien, Country Total IT ist eben Italien, Italy. Dann haben wir natürlich Deutschland. Und jetzt ist natürlich so, was mich eigentlich nicht interessiert, sind eigentlich die Menge, weil die ist ja eigentlich okay, da weiß ich, sind jetzt mehr Total, ja, und es sind relativ viele geheilt und wenige Tote, aber was mich eigentlich interessiert, wäre eigentlich so der Verlauf von dem Ganzen. Das heißt, wie hat sich das entwickelt?
Hier haben wir noch China, da ist jetzt hier recovered fast gleich Cases. Da haben wir noch alle, ne? Ich habe da noch diesen optionalen Global eben doch gehabt in meinem eigenen definierten Aufruf. Und dann habe ich hier die globale Situation. Aber ich möchte jetzt einfach mal die Deutschen, und zwar möchte ich gerne die den Verlauf. Und da gibt es hier auch so einen API-Parameter Country Timeline. Das kann ich auch laden mit Requests Get. Macht da wieder das Dictionary draus, JSON loads r.txt als Python Dict. Und nehme dann auch nur diese Country Timeline Data. Also da gibt es dann irgendwie noch so verschiedene Verschachtelungen, die ich dann eben mir mal rausziehen kann. Zum Beispiel hier möchte ich mal nur den Namen haben. Okay, Germany. Das Python Dict selber sieht so aus. Also das heißt, das komplette Ding ist dann auch wieder so ein JSON natürlich. Ja. Timeline Items steht da. Ne? Da steht dann irgendwie ein Datum, also der Tag. New Daily Cases. New Daily Death und dann pro Tag immer, das ist immer einmal der Tag und dann eben die einzelnen Werte für den jeweiligen Tag. Und das ist ja eigentlich das, was mich interessiert. Und das muss ich jetzt eigentlich nur noch plotten. Ja? Das heißt, das muss ich jetzt plotten. Und ich nehme jetzt diese Timeline-Items, mache ein DataFrame draus. Dreh es um von hinten. Sieht dann so aus. Und plotte dann 1, 2, 3 verschiedene Achsen hätte ich gerne. Also ich hätte die Daily Cases gern, Death und die Total Cases und die anderen interessieren mich nicht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ne? Das ist halt jetzt so diese Pandas-Magie im Prinzip. Und diese drei, also der, die, da muss ich eben so einen Filter machen im Prinzip dann noch. Das führt jetzt zu weit, das kann man sich dann nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall plotte ich es dann und dann habe ich zu guter Letzt eben die heutigen. Also die Statistiken, die aktuellen, das sieht man hier, Total Cases steigen eben an, flachen sich ab. Interessant ist dann eben vor allem hier die New Daily Cases und da sieht man auch sehr schön, dass die irgendwie angestiegen sind und dann jetzt irgendwie langsam abflachen und eigentlich so gut wie verschwunden sind. Es gibt doch so einen leichten Anstieg jetzt wieder, aber im Prinzip der große Berg scheint wohl vorüber zu sein. Und das sagt ja wohl dann auch schon aus, dass irgendwo das Ganze relativ gut über den Berg geht. Na, mal schauen, ob die zweite Welle noch kommt. Also das wird sich natürlich rausstellen, weil die Aufzeichnung, die wird ja noch länger da sein, denke ich. Und das ist halt jetzt der Stand von heute. Wir haben heute den 8. Mai und mal schauen, was noch passiert. Aber so sieht es eigentlich jetzt aus. Sieht eigentlich schon so aus, als ob es irgendwo vorbeigegangen ist. Ja, also. Das wäre jetzt was, was Sie sich natürlich auch nochmal anschauen können. Ich nehme Ihnen ja jetzt auch nicht die Arbeit hier weg, sondern Sie sollen natürlich dann auch mal versuchen, neue Interpretationen zu bringen, neue Dinge darzustellen. Das waren ja noch relativ triviale Sachen, wie zum Beispiel halt einfach die Word Cloud kann man natürlich noch schlauer machen mit interessanteren Stopwörtern, verschiedene andere Dinge, die man wegfiltern kann. Man kann hier natürlich viel mehr noch machen, man kann irgendwie Sachen übereinanderlegen von verschiedenen Ländern, man kann alles Mögliche machen, man kann das vielleicht zum Filtern machen oder so. Ne? Das ist ja jetzt auch nur mal die Python-Auswertung der Daten, das geht natürlich ganz gut. Schwerpunkt war natürlich jetzt einfach mal die Daten zu bekommen, die jetzt nicht als CSV-Datei vorliegen, sondern eben als JSON- oder XML-Datei.
die dann irgendwie zu parsen und irgendwo eine Art quasi rudimentäre Auswertung zu machen. Ja, genau, also das wäre jetzt quasi das Thema Datenstrukturen gewesen und auch im Zusammenhang mit Pandas und das Ganze eben vorverarbeiten. Und ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich freue mich natürlich auch über irgendeine Art Feedback. Werde jetzt auch mal die Aufzeichnung beenden und das nächste, was eben jetzt folgt, wäre dann eben das Ganze mit interaktiv auszuwerten mit Webtechnologien und JavaScript.